Es ist der 30. Januar 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist umgeben von Sendegarten-Fachpersonal, das auf den Namen Sebastian hört. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und auf den Namen Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Auf die Fachpersonalfrau Claudia müssen wir heute leider verzichten, die ist anderweitig unterwegs, aber wir haben einen Gast dabei, das ist der, es müsste auch eine Art von Sendegarten-Fachpersonal, sagen wir mal so, der liebe Frank. Guten Abend, Frank. Guten Abend an die Runde und an die Hörerschaft. Können wir zu viert eine Runde machen? Lass mal überlegen, ja geht, ne? Kriegen wir hin. In jede Ecke einen und dann, ja, kriegen wir rund. Du nimmst das aber genau. Ja. Ja, warum nicht? Wie viel bräuchte man denn eigentlich, um von einer Runde zu sprechen? 8? Weiß ich nicht. Das ist dieselbe Frage. Ab wann ist es eine Bande? Ab wann ist es eine Gruppe? Ab 3, glaube ich. Wann wird die Gruppe zur Bande und so? Ja, ist eine gute Frage. Wann ist denn die Gruppe eine Bande? Entschuldigung, sind irgendwie falsch abgebogen. Es sollte eigentlich nur die Begrüßung werden. Da müsste man wahrscheinlich die Leute fragen, die sich mit Baader-Meinhof beschäftigt haben. Denn das ist ja eine Bande gewesen. Das ist jetzt schnell eskaliert. Jetzt sind wir ganz, ganz weit abgebogen. Und zwar nach links, aber das wollen wir doch nicht. Also nicht so weit nach links, meine ich. Nach links ist schon okay, aber nicht so weit nach links. Ey, wir fangen nochmal an. Ah, hier ist der Sendegarten. Ja, ich bin voll umgeben. Mag sein, es wird heute nicht viel besser. Ja, also ihr wisst, was gemeint ist. Wir sind wieder da, sitzen im Sendegarten. Nach dem bewährten Schema haben wir uns einen Gast eingeladen, der darf gleich ganz viel über sich und seinen eigenen Sendegarten erzählen, wenn wir auf die Gartenbank kommen. Aber vorher, habe ich gesehen, haben wir noch etwas in der neuen Ernte. Der Kompott hat uns was geschrieben. Jetzt muss ich selber mal gucken, weil das schon eine Weile her ist. Der André steckt dahinter. Den Windows-Zertifikate-Bug. Wir sprachen jetzt erstmal einordnen hier. Das muss ich mich selber erstmal ordnen. Wir sprachen in der letzten Ausgabe unter anderem von dem Fehler in Windows. Da habe ich auch ein paar Sachen durcheinander geworfen, aber die Fachleute Sebastian und Lars natürlich nicht. Aber er ergänzt hier den Windows-Zertifikate-Bug Nummer CVE-2020-0601. Hat von der NASI keinen schönen Namen bekommen. Habe ich auch erst zum 14. mitbekommen, weil ich über Swift on Security bei Twitter retweeten bekommen habe, dass Sicherheitsforscher meldeten, dass ein wichtiger Fix am 14. veröffentlicht werden würde. Details sind erst danach aufgetaucht, aber sobald die draußen waren, haben Leute den Fehler ausnutzen können. Der ist offenbar sehr gut ausnutzbar, wenn man die Details kennt. Sagt dir das was, Lars? Ich hatte mich damals da reingelesen, aber nicht so tief, dass ich da jetzt wirklich nennenswert was Gutes zu sagen könnte. Ja. Das wäre jetzt gefährliches Achtelwissen oder so. Ja, nee, so ich hab mit Linux und Unix CVE-Nummern genug, dass ich mich mit Windows-CVEs nicht beschäftigen will. Sag doch mal für Dumm-User, was heißt CVE? Das ist eine Nummer, die kriegt quasi, also die, das ist so ein Verzeichnis, wo halt beantragt wird, wenn man eine Sicherheitslücke gefunden hat, dann kann dieser in so einem quasi öffentlichen Verzeichnis wird die gemeldet und dann kriegt ihr eine Nummer zugeordnet und darauf kann man sich dann auch beziehen, da kann man auch die Details nachlesen und alle haben so ein eindeutigen Kennzeichen, weil irgendwann ist ja mal passiert, dass Security-Bugs schöne Namen bekommen haben, aber das war davor nicht so und
und auch jetzt ist es noch nach wie vor so, dass die eigentlich immer so eine Nummer bekommen. Da gibt es auch verschiedene Systeme. Also das ist jetzt nichts super Offizielles, aber ja, das hat sich irgendwann mal so eingesetzt. Also die Hintergründe kenne ich da tatsächlich jetzt auch zu den Nummernsystemen auch nicht, aber ja, es gibt da auf jeden Fall verschiedene Datenbanken. Wird die Hauptliste nicht am MIT geführt? Ich meine, die Zentrale für die CVE ist am MIT. Aber ja, müsste ich jetzt auch nachlesen. Also, Hier steht bei Wikipedia. Ich habe inzwischen auch bei Wikipedia nachgeschlagen. Es haben auch diverse unserer Hörer im Chat schon darauf hingewiesen. Es ist die Common Vulnerabilities and Exposures Liste. CVE, Common Vulnerabilities and Exposure. Und die Liste wird von der Mitre Corporation in Zusammenarbeit mit den CVE Numbering Authorities etc. verwaltet, was immer das genau, die ist eine Abspaltung vom MIT ursprünglich. Ah ja. Ah, gucke. Dann stimmt ja alles. Dann lag ich ja nicht so. Und ganz kurz eben dieser CVE, von dem wir jetzt gerade sprachen, da ist also eine Schwachstelle drin, die von Angreifern ausgenutzt werden kann und damit könnte man also ein gefälschtes Code-Signatur-Zertifikat zum Signieren einer bösartigen ausführbaren Datei benutzen, ohne dass Windows das merkt. Und das will man nicht. Man will das nicht. Man will, dass Windows das merkt. Nein, auch. Genau, ja, du kannst es dann eben falsch signieren, dann erscheint sie sozusagen als sicher und das ist ein Zustand, den du halt nicht haben willst. Ja, und ja, diese Schwachstelle, also man kann zum Beispiel verschlüsselte HTTPS-Verbindungen durch Man-in-the-Middle-Angriffe kompromittieren und Informationen mitlesen und lauter so ein Gedöns und das willst du halt nicht. Das heißt, wenn ich mir jetzt so die Studio-Link, die neueste Standalone auf den Rechner mache und der sagt mir, das ist eine unsichere Software, dann ist das genau das eigentlich, dieses Zertifikat, ne? Nee, das geht eigentlich, ja, nee, ich glaube, das ist nochmal der Smart Screen Manager, das ist nochmal so ein internes Ding bei Microsoft, weiß ich jetzt nicht, ob der damit betroffen war, auf jeden Fall, also ist es halt so, dass wenn jetzt die Webseite, also wo du Studio Link runterlädst, da könnte jetzt jemand quasi, wenn du zum Beispiel in einem öffentlichen WLAN oder so dich befindest, irgendwie die Verbindung kapern und einmal quasi sich dazwischen setzen, also Man in the Middle, das ist der Teil, und quasi dann einfach dir ein falsches Zertifikat unterschieben und du denkst im Browser, es sieht alles normal aus und sicher, aber in Wirklichkeit kontrolliert jemand anderes diese Verbindung mit und kann dir dann statt der Standalone was anderes unterschieben. Okay. Gut, nach diesem Sicherheitshinweisen, dem kleinen Crashkurs in IT, wie kriege ich ein System sicher oder unsicher, zu dem wir jetzt, glaube ich, alles gesagt haben, was man in der Kürze der Zeit sagen kann. Ja, wahrscheinlich sieben Achtel davon verkehrt. Also ja, es grüßen die Sendegurken. Ja, wir sind ja auch kein Fachpodcast für IT-Recht hier oder IT-Technik. Komm ich denn? Was man hier macht heute wirklich, was es will. Entschuldigt, also lassen wir es doch andere reden. Eigentlich ein erstrebenswerter Zustand. Dass das Hirn macht, was es will? Ja. Oh Gott. Ja, stell dir vor, Gehirn macht nur Dinge, die andere Leute wollen. Aber wir lassen das jetzt. Entschuldigung. Ach so, ja. Meinst du, wenn ich den Stecker reintue? Ja, ja, klar. Dann, Nee, das ist schon richtig. Also das mit dem Ich, ja, was, wo ist, wo sitzt das Ich? Wo sitzt das Ich? Jetzt sind wir aber noch mal weit draußen. Im Himmelswelt. Naja, das ist doch dieser Serendipity-Effekt. Wir wissen nicht, wo wir hinkommen, ehe wir nicht losgelaufen sind. Serendipity-Effekt? Ja. Ich höre schon die Tastatur klappern. Na, was steht da? Na? Serendipität. Und? Zufällige Beobachtung von etwas Ursprünglichem, Nichtgesuchten, das sich als neue und überraschende Entdeckung erweist. Das beschreibt meinen Alltag. Passt doch, oder? Das ist mein Alltag.
Wo bin ich? Wer bin ich? Genau, so geht es mir auch. Viel zu oft. Ole, ole, ole. Also, man hört dich trotz deiner Mute-Taste noch ein wenig. Ich finde das sehr lustig. Ja, das ist, die dämpft nur, die macht nicht ganz zu. Und ich habe noch den Hand davor gehalten. Also, das ist der Beleg dafür, warum ich vielleicht nicht ganz so. Wo waren wir stehen geblieben? sind. Gut, das zur neuen Ernte. Vielleicht sind auch die ein oder anderen Tweets eingegangen. Die habe ich aber leider dann jetzt einfach mal übersehen. Die letzte Zeit war ein bisschen viel Rummel ums Ohr. Und da dieses ist einfach mal eine etwas weniger recherchierte Folge. Aber das macht nichts. Wir haben ja einen sehr fundierten und aussagekräftigen Gast. Und auf den kommen wir jetzt, nämlich auf die Gartenbank. Auf der Gartenbank hat der Frank Platz genommen. Frank, wie viele schlechte Fragen und Wortwitze zu deinem Nachnamen und deiner Kombination Vorname-Nachname hast du in deinem Leben schon gehört? Ungezählte. Das kann ich mir vorstellen. Magst du es verraten oder lassen wir das jetzt im Unklaren? Nee, ich habe keine Strichliste geführt. Aber mir ist eingefallen, als ich habe genau das nämlich vermutet, dass das ziemlich zu Anfang kommt. Und echt? Da habe ich mich erinnert. Das ist mir gerade im letzten Moment erst eingefallen hier. Ja, kannst du mal sehen. Na gut. Es liegt also wir verraten erstmal deinen Nachnamen vielleicht. Elsner, Elsner. Im Gegensatz zu dem Fernseh- und Radio-Fuzzi, der hat ein T hinter dem S. Der heißt Elsner. Aber mir ist eingefallen, dass wir Ende der 70er Jahre oder Anfang der 70er Jahre, als ich noch in Berlin-Reinickendorf bei meinen Eltern wohnte, da klingelte gelegentlich das Telefon mit Autogrammwünschen. Nein. Ja. Das gab auch damals nur einen Frank Elsner. Ich weiß auch nicht, warum stand denn da überhaupt mein Name im Telefonbuch? Ja, egal. Gute Frage. Jedenfalls gab es da Anrufe, die in den anderen meinten. Ja, es war wohl der einzige mit dieser Vornamens-Nachnamens-Kombination in Berlin und irgendwie waren die Leute wohl der Meinung, der müsse in Berlin leben. In damals noch West-Berlin. Ja, ja also da kann ich mich an das waren so fünf Male bestimmt, ja. Das ist vorgekommen. Ja, und hast du dich heute darauf angeschrieben machen lassen? Nee, wenn ich heute drauf angesprochen werde, dann sage ich immer, dass der einen anderen Kontostand hat als ich. Dass wir uns da unterscheiden. Ja, also, das ist ein deutliches Merkmal, ganz, ganz deutlich. Na, ich meine, hast du ja zwei Augen. Frank Elsner hat ja ein Auge nur. Das ist ja witzig, ne? Ein Mensch ohne, also mit einem Auge wird beim Fernsehen. Naja, ich habe ja, Martin, ich habe ja auch das Problem, dass mein rechtes Auge a. schwach ist und zweitens eben nach außen wegrutscht. Ne? Ist dir das noch nicht aufgefallen? Doch, aber beim Radio macht das ja nicht so viel. Beim Radio doch, aufgefallen ist mir das schon. Ja, ja, klar. Ich komme nicht mal angeguckt. Das Witzige war, ich hatte einen Kollegen von der Fraunhofer Gesellschaft, wenn wir uns auf Tagungen trafen, dem rutschte das linke weg. Kannst du dir vorstellen? Das war total witzig. Super, super Kombi. Wenn dann ein Dritter hinzukam, war das alles super. Hm? Ja. Der verdrehte die Augen nach oben, ist schon klar. Ja, nee, dann hatten wir so ein schönes Dreieck, ne? Oh je. Na, früher habe ich immer gesagt, das hat den Vorteil, dass ich, wenn ich jemandem gegenüber sitze, kann ich mit dem Rechten immer noch zur Seite nach der Blonden gucken. Weil ich sehe effektiv nicht dreidimensional. Ja. Ja, aber ich nehme auch nicht zwei getrennte Bilder wahr. Ich kann mich aber zwingen, sozusagen ein sehr breites Sichtfeld zu haben, wobei ich rechts dann nicht mehr so detailreich sehe, aber ich sehe, da ist jemand oder so, oder da kommt ein Auto oder so. Das geht schon. Aber ich kann nicht. Also die Information aus dem Auge wird verarbeitet, ne? Nur nicht zu einem Bild zusammen. Sie wird eben nicht mit dem anderen zu einem dreidimensionalen Bild zusammengebastelt.
Ja. Ja, die haben in meiner Jugend haben die versucht, so mit einer Augenklappe das Auge zu zwingen, rüberzukommen und so. Hat nicht funktioniert. Und als ich vor ungefähr 10, 15 Jahren mal einen Augenarzt gefragt habe, kann man da nicht den inneren Muskel so ein bisschen kürzen und das Auge ranziehen? Sagte, ja, kann man machen, wenn sie dann das Gucken neu lernen wollen. Ja, ja? Das wolltest du nicht, ne? Nee, hatte ich keinen Bock drauf. Ja, glaube ich. Nee, weiß ich nicht. Nee, komm. Ich hab da. Nee, muss nicht sein. An sowas sich dann umzugewöhnen, umzulernen in einem hohen Alter, denke ich mal, das muss man nicht provozieren. Ja, und vor allem, wenn du so tatsächlich, wenn du dann tatsächlich in Probleme läufst damit, das ist ja dann nicht reversibel. Das ist ja dann nee, einmal gemacht. Das ist nämlich, ja, so, genau, dann kannst, gemacht dann kannst du nicht wieder reinmachen. Ne? Das ist wie, rauffeiern geht auch nicht, sagte der Meister im Praktikum mal. So im Praktikum? Was hast du gemacht beruflich? Also ich habe, nachdem ich das Abitur Anfang der 70er gemacht habe, habe ich angefangen Elektrotechnik zu studieren, weil ich löten konnte und weil ich meine Modellbahn verkabeln konnte. Da dachte ich, man kann mit Strom umgehen, Elektrotechnik. Dann ging das aber, wurde es schon übel bei der theoretischen Elektrotechnik. Ich sage nur so Stichwort Maxwell'sche Gleichung und so ein Shit. Und ich habe dann an der TU in Berlin einen Typen kennengelernt, der programmierte schon am Großrechner. Das waren damals so Terminals, da war die Tastatur und die Glotze, das war ein Gehäuse, das war so ein passives Bildschirmterminal, da programmierte der schon. Da habe ich das auch angefangen und dann verschob sich mein ganzes Interesse und meine tägliche Tätigkeit immer weiter von der Elektrotechnik weg. Eben zu dieser Programmiererei. Ich habe damals Pascal gemacht. Algol 60, Algol 68, können die jungen Typen mal recherchieren, was das ist. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, das wird hier nichts, da muss was anderes mehr. Und da habe ich meinen Eltern gesagt, also ich breche das Studium ab. Das war, glaube ich, nach 4 oder 5 Semestern. Hat mein Vater gesagt, ja, okay, eine Ausbildung finanziere ich dir noch. Und dann ist Schluss. Und dann hat er mir 3 Monate bei Control Data, das war der Lieferant der Großrechenanlage an der TU, in Frankfurt finanziert, einen Programmierkurs, damit ich mal was in der Hand hatte. Weißt du, man muss ja in Deutschland ein Papier haben, wo draufsteht, was man kann. Oh ja. Und da war ich 3 Monate in Frankfurt. Ich hatte auch autodidaktisch schon ganz gute Programmiererfahrung. Das war für mich ein relativ angenehmer Aufenthalt da. Viel Neues kam da nicht, außer Kobol. Damals gab es noch Kobol. Ja, das wurde auch noch gelehrt. Und ja, als ich zurückkam, sagte der mich im Prinzip in die Programmierung da gestoßen hatte, mich darauf aufmerksam gemacht hatte, der ist bis heute, war lange Zeit mein Kollege und ist immer noch ein guter Freund. Der sagte, du an der TU im Rechenzentrum, da ist eine Schwangerschaftsvertretung offen. Und da habe ich mich beworben. Und die habe ich gekriegt, weil ich schon bekannt war. Wir hatten nämlich mal die Passwortdatei aufgemacht. Aber, das darf man doch nicht. Naja, das darf man nicht. Vor allem, das war unter heutigen Gesichtspunkten war es total blödsinnig, ne? Das Verfahren war, das wurde verschlüsselt und dann gab's, es war aber nicht eine Einwegverschlüsselung. Es gab ein Gegenstück. Und damals wurde in Berlin das Großrechenzentrum, das wissenschaftliche Rechenzentrum Berlin installiert und Control Data hat die ganzen Quellen offen rumstehen gehabt. Und ein Dritter, der zu uns, wir formten so ein Dreieck, der hatte da hohes Interesse, hat sich die Source geholt und hat gesehen, dass die TU-Modifikation eben so blöd war, dass da ein Makro drin war, verschlüsseln und entschlüsseln. Ja, und da haben wir mal das Entschlüsselding auf die Passwortdatei angesetzt. Ja, man hätte der Typ hat den Ausdruck noch dazu ans Rechenzentrum geschickt und das hätte man vielleicht nicht machen sollen. Jedenfalls, ich wurde dann auch zwischenzeitlich schon mal ins Rechenzentrum gebeten zur Klärung von Vorkommnissen. Naja, ich habe die Stelle gekriegt, ne? Und das war in systemnahe Software, hat mir unheimlich gut gefallen. Und nach 1,5 Jahren sagte die Frau, die ich da vertreten habe, sie hat keine Lust mehr auf die Stelle. Und dann wurde ich in die Personalstelle gebeten und dann wurde in dem damals noch mit Schreibmaschine Pika 10 Font geschriebenen Arbeitsvertrag das Wort befristet bis einfach gestrichen. Ja, und daraus sind dann 39 Jahre geworden.
Ja. Ist in der Zeit jemals ein Hacker, also das Gleiche passiert, nur dass du auf der anderen Seite gestanden hast? Hast du mal einem Hacker gegenübergestanden oder einem Hackangriff gegenübergestanden? Also zu Control Data Großrechnerzeiten nicht, weil der war ja auch nicht weltweit vernetzt. Also wir hatten dann zwar über die IBM-Maschine in der Informatik dann so eine ganz böse Bitnet-Konnektivität für den Großrechner geschaffen, ganz absurd gebastelt. Und aber da kann man nicht von vernetzt. Es war kein Dialog in dem Sinne. Nee, habe ich nicht. Mit Spam habe ich mich rumgeschlagen als Postmaster, ja. Also Spam-Abwehr war ja. Und halt so Sachen wie. 39 Jahren keinen unbefugten Zugriff auf deine Systeme registriert? Auf die, für die ich zuständig war, nicht. Wow. Das ist aber mal ein gutes Zeichen. Ja, die Systeme, für die ich zuständig war, die hatten ja eigentlich auch bloß den Port 25, 587 und 465 offen, ne? Na gut, die IMAP-Ports noch. Oh, aber da lief ja nichts Webmäßiges drauf. Okay. Unser das Web, die der Webmailer an der TU in Berlin, der lief zu meinen Zeiten auf einer Extra-Maschine mit einem Apache und griff halt auf die Mailboxen über IMAP zu. Also das war streng getrennt an der Stelle. Nee, also die Mailmaschinen, für die ich zuständig war, die da kann ich nicht sagen. Also Spam-Abwehr war natürlich irgendwann dann Anfang der 2000er war das heftig. Dann kam ja auch so diese Phase, wo man mit Phishing-Mails sich Accounts besorgt hat und dann SMTP authentisiert auch missbraucht hat. Also einen eingeliefert hat und mit großem Envelope dann 10.000 raus und so. Und dann landet man natürlich auf Blacklisten, da musste man wieder sehen, dass man da runterkommt und all sowas. Da habe ich Kämpfe ausgestanden, ja. Das muss man vielleicht Menschen, die jetzt so technisch nicht so affin sind, vielleicht mal ein bisschen nahe bringen. Man kann also im Normalfall einem Mail-Server nur Mail hinschmeißen für Benutzer bei ihm. Oder wenn man über ihn einen anderen erreichen will, muss man sich authentisieren mit Username, Passwort im Allgemeinen. Und da die Anbindung der TU recht leistungsfähig war und bis heute ist über das deutsche Forschungsnetz, waren deutsche Universitäten auch immer von Spammern beliebt, so als Relay benutzt zu werden. Also da einen Ding hin und dann 10.000 raus. Ne? Ja, ja. Genau. Und das mit den Blacklisten bedeutet, dass es irgendwo dass du dann halt nichts mehr los wurdest. Ne? Du standst darfst nicht mehr mitspielen. Ne? Ja, und dann hieß es, nö, von dir nehmen wir nichts. Ja, genau. Ja? Du stinkst. Du machst deine, ja Spam. Deine Systeme, ja genau. Du spammst ja. Oder du unterstützt Spammer oder zumindest verhinderst es nicht. Ja, ja. Nee, das war ein wilder Kampf. Was ist denn aus administrativer Sicht das Kennzeichen von Spam? Wie kannst du denn eine Spam-Mail von einer Nicht-Spam-Mail unterscheiden? Du kannst die Spam-Welle nur dadurch erkennen, dass du oftmals den gleichen Absender in großen Mengen in kurzer Zeit hast. Okay, also durch Eigenschaften, die man beobachten kann. Ne? Mehr ja, ist es. Und da kannst du bei modernen Mailsystemen kannst du halt konfigurieren, dass ein Absender oder von einem Rechner mit einem bestimmten Absender pro Stunde nur 10 Stück kommen dürfen. Also ich glaube, ich hatte bei uns mal konfiguriert, so ein bisschen experimentiert, auch wie lange braucht man, um eine ganz kurze Mail zu schreiben und wie viel kriegt man da so pro Minute womöglich raus. Ich meine, ich hatte so 5 Stück pro Minute konfiguriert. Wenn es mehr wurde, gab es Ärger. Wurde es nicht abgenommen. Schon recht sensibel, ne? Ja, ja. Minute. Ja. Ich erinnere mich, natürlich Ausnahmen für Listenserver und sowas. Ja, ich habe schon, also wir haben so ein elektronisches Umfragetool im Einsatz, Lime Survey, kennen wahrscheinlich viele, weil das Open Source ist. Und wenn man da eine Umfrage macht und adressiert an mehrere hundert Leute, dann macht er immer so Päckchen. Macht er immer so, hier mal, also mal 50 und dann man abwarten, dann kann man wieder mal 50 klar. verschicken und ja, so. Ja. Also die große Schleuder verhindert das System schon. Also auf der Seite der Erzeugung. Ja, ja, wir haben halt an dem zentralen Mailsystem haben wir dann einfach gesagt, okay, was von dem List-Server kommt, das darf halt raus.
Und der war nicht von außen erreichbar, der List-Server, sondern nur über das Hauptsystem, so dass wir da nicht die Gefahr hatten, dass der eben irgendwie missbraucht wird. Ja, also das war echt heftig. Aber es hat trotzdem, der Job hat schon Spaß gemacht. 39 Jahre, mein lieber Scholli, das ist so alt sind unsere Hörer. Ja, das ist untypisch. Ne? Heute macht keiner den Job mehr so ewig. Ne? Heute wechselt man häufiger. Ja, finde ich. Ich weiß gar nicht, also als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, war das eigentlich schon so mein Plan. Ich gehe irgendwo hin und bleibe da so lange wie möglich. Und ich hatte Studienkollegen, die haben tatsächlich innerhalb von 7 Jahren 5-mal die Stelle gewechselt oder so. Also das war total irre. Du bist ja gezwungen, den Job zu wechseln, weil du ja nur noch als junger Wissenschaftler zum Beispiel kriegst ja nur noch befristete Stellen. Ja gut, das ist natürlich das Übel dann, klar. Ja. Ja. Du hast ja als junger Wissenschaftler an einer wissenschaftlichen Einrichtung gar nicht mehr die Chance, so lange zu bleiben. Nee, weil man normalerweise auf Projektstellen sitzt und die Projekte sind halt nicht begrenzt. Ne? Und die wenigen Hausstellen, die werden auch nach Möglichkeit erstmal befristet vergeben, weil man ja auch nicht weiß, wie das Budget in 2 Jahren ist. Und dann kann man vielleicht auch besser planen, wenn man nicht die ganze Mischpoke mitschleppen muss. Also sozial ist das alles nicht. Diese Befristung von Stellen ist echt übel. Ja. Ja, das ist so also der Weg gewesen, den ich so in der IT hatte. Ne? Also Anfang der 80er kamen dann eben auch die Unix-Systeme und der Großrechner flog raus. Unser letzter steht in München im Cybermuseum. Ach, wie schön. Kannst du ihn da besuchen gehen? Ja, könnte man, wenn ich mal wieder nach München käme. Ja, die Maschine ist da hingegangen, ja. Ja, aber so als Rentner hast du doch die Möglichkeit, den Inhalt deiner Tage selber zu gestalten. Ja, im Prinzip könnte ich natürlich mir ein Ticket klicken und nach München fahren, klar. Ja, von daher. Ist doch eine super Idee. Ja. Und Podcast aufmachen. Ich habe neulich aufnehmen. Bei mir beim Aufräumen noch alte Manuals von diesem System gefunden, hatte die vertwittert, das ein Bild von denen vertwittert und geschrieben, das kann ja wohl weg. Und bekam dann eine DM. Nein! Muss nicht wegwerfen. Kennst du den Florian Streibelt? Kenne ich. Den besuche ich in Kürze in Berlin. Gib dem mal die Manuals. Dann nehme ich die mit, wenn ich den besuche. Und jetzt sind die Manuals auch in München im Cybermuseum. Ach, wie schön. Ja, fand ich super. Ja. Das ist echt klasse. Ja, hat sich doch noch gelohnt, die aufzuheben. Ja. Ja, Martin. Kommen wir aber doch mal zu weniger Arbeit als Hobby. Du sprichst hobbymäßig in Mikrofone. Wann hast du denn damit angefangen? Ich habe mit dem Sprechen in Mikrofone eigentlich schon in der Jugend angefangen. Ich hatte das Glück, in Berlin in einem Jugendclub in Borsigwalde das Tonstudio zu betreuen. Das war eine Zeit, da hatte ich schon zu Hause mehr als ein Tonbandgerät. Und da haben wir, das war im ersten Stock, das war ein ganz irres Gebäude, so mit Halbgeschossen um so einen mittleren großen Nichtschacht gruppiert. Und da haben wir im ersten Stock ein Tonstudio gehabt und haben abends ein- oder zweimal die Woche Sendungen für unten, für den großen Aufenthaltsraum produziert. Und ich hatte halt, Tontechnik hat mich interessiert. Und dann ging der Betreuer da weg und da habe ich die Stelle dann gekriegt. Und ja, da haben wir auch Produktionen gemacht. In diesem Tonstudio hat übrigens Rio Reiser sein erstes Demoband aufgenommen. Leider vor meiner Zeit. Also ich habe Rio Reiser dort nicht erlebt. Ja, aber der hat die gleiche Luft geatmet, Dieter. Das Ding war super, ja. Das war ein Aufnahmeraum, der war wirklich schön holzgetäfelt, so wie die Studios im Deutschlandfunk, also Holzplatten mit Schlitzen so. Ja, da war ein schöner Sprechertisch drin, da war auch Platz für Instrumente, also wenn Bands da was aufnehmen wollten, dann war in der Wand waren die Dosen, da wurde vom Mikrofon zur Wand und dann auf der anderen Seite der Wand hinter der dreifach verglasten Scheibe war dann das Studio.
Und da hatten wir zwei Revox G36 Röhrenmaschinen und eine große Maschine 38 Zentimeter 76 vom Rias, ein abgelegtes Stück. Und das hatten zwei Typen aufgebaut. Das war selbst gebaut, das Pult auch. Da hatten wir übrigens auch sowas wie eine Routing-Matrix. Das war in dem Fuß von dem Pult war das so ein Feld mit lauter Klinkendosen. Da konnte man dann mit kurzen Kabeln von nach stecken. Sieht ein bisschen aus wie eine Ultraschall-Routing-Matrix. Nur in Hardware. Ja. Und da haben wir halt Sendungen produziert. Und ja, wenn es damals sowas wie das Internet gegeben hätte, wären wir natürlich online gewesen. Klar, das waren alles Leute, die wollten im weitesten Sinne Radio machen. Und da es über den Äther nicht ging, haben wir es so gemacht. Ich habe übrigens einen Opener, den habe ich mal mitgebracht. Ich versuche den mal hier einzuspielen. Der klingt natürlich nicht besonders gut. Dies ist eine Sendung des Studio im Jugendclub Borsigwalde. Ja, so klang das. Das ist halt von zig Schnürsenkeln umkopiert. Mittlerweile ist es ein MP3 geworden. Ich hab's mit Freude, hebe ich mir auf. Aber das hätte ich jetzt eher mit seriösem ZDF-Abendprogramm in Verbindung gebracht, als mit einem Jugendclub. So erinnern sich die Zeiten. Ja, es lag halt daran, Martin, wir haben alle, die dort gearbeitet haben, haben ja letztlich Radio gehört. Und wenn du dir mal überlegst, wie in den Anfang der 70er Jahre oder im Wechsel, das war ja noch vor dem Abi, das war ja noch vor 70, wie da Radio in Berlin klang, Senderfreies Berlin und Rias, das war nicht so locker. Ja. Wie ja. Fritz jetzt oder so. Ich habe neulich einen Artikel in die Hände gekriegt von einem alten Schulfreund, von einem Typen, der hat mal die Jugendprogramme von Rias, SFB und DT64 im Kalten Krieg verglichen. Und da steht auch drin, dass die in den Sendern unheimlich kämpfen mussten, um überhaupt ein Jugendprogramm zu machen. Also der Rias hat sein Jugendprogramm zwischen Tanzmusik und politischer Information reingepresst. Am Nachmittag. Da lief vorher Tanzmusik, Max Greger und sowas. Ja, der Jugendfunk von damals war ganz anders. Nee, aber das war doch jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass in dem Jugendclub Jugendliche selber Programm gemacht haben. Wir haben Programm gemacht, ja. Und da hätten sie ja vielleicht auch noch andere Elemente einsetzen können. Aber man ist erstmal bei dem Bewerten, was man so kannte, halt irgendwie geblieben. Ja. Also, oder vielleicht naja, du warst auch. Halt, und die Musik, die du gerade halt eingespielt hast, war sehr progressiv im Verhältnis zu dem, was sonst gespielt wurde. Das kann ja sein. Ja. Naja, und du orientierst dich doch eigentlich auch in dem, was du machst, so ein bisschen an dem, an was du gewöhnt bist. Ja, klar. Also, es sei denn, du bist besonders kreativ. Dann kommst du natürlich auf verrückte Ideen, sag ich mal. Naja, die Hochzeit der Kreativität bei mir war, dass ich zur Abi-Feier einen Tagesschausprecher imitiert habe. Weißt du noch wen? Das wird bis heute noch nachgehalten. Wahrscheinlich den Weigel. Ich habe keine Ahnung. Weigel. Aber du hast damit natürlich genau recht. Das, was ich selber konsumiert habe, habe ich an anderer Stelle halt dann einfach reproduziert, um irgendwie den Vorbildern oder was man da, wie man sagen will, eben in nahe zu sein. Klar, ja. Aber was habt ihr denn dann da? Kannst du dich noch erinnern, was die Inhalte der Sendungen gewesen sind für unten? Das waren teilweise, politisch links natürlich. In unten, was heißt hier natürlich? Muss ich noch dazu sagen, da waren so Sitzecken und da lagen unheimlich viele Zeitungen aus. Ne? Da lag dann irgendwann, kam da wahrscheinlich auch mal die Taz dazu, aber da lagen halt Zeitungen aus. Das war halt, in der Zeit schwamm Berlin im Geld. Ja, wir hatten Bundeszuschüsse. Und dieser Jugendclub, allein dieses Gebäude, sowas kriegst du heute nicht mehr etabliert. Da war noch ein Fotolabor drin mit einer Dunkelkammer, mit Lichtschleuse und allem drum und dran. Vier oder fünf Vergrößerer. Ja, da wurden Schülerzeitungen gedruckt. Da war oben ein Atelier für Maler oder Fotografen.
und unten eine Turnhalle. Die Turnhalle haben wir immer als Hallraum benutzt. Da haben wir nämlich einen Lautsprecher hängen, haben wir den Kanal, den wir verhallen wollten, haben wir ausgekoppelt, unten auf die Box, und am anderen Ende der Halle war das Mikrofon, und dann haben wir das zurückgekriegt. Super. Durfte nur keiner rein und keiner Krach machen, weil. Nee, wurde halt vorher, Jan gesagt, wir brauchen jetzt mal die Halle als Hallraum. Ja, das ging gut. Wie der Name schon sagt, eigentlich, ne? Ja, Halle. Hallraum. Ja. Super. Ja, also nochmal zu den Inhalten. Also politisch, ja, wahrscheinlich. Da haben sich da zwei Jugendliche hingesetzt und haben irgendwie diskutiert, was wurde, der Kanzler da letztens von sich gegeben oder so? Ja, so ungefähr. Es lief im Wesentlichen so auf das Vorlesen von Zeitungsartikeln hinaus. Mit Musik dazwischen. Ja, Musik dazwischen. Ja, die kam vom Band natürlich. Plattenspieler hatten wir da nicht. Die wurden zu Hause, wurden die von Pi auf Band umgespielt und dann wurde vom Band gefahren. Wie im Rundfunk. Ja. Da wurde ja auch nicht von Platte. In der ersten Zeit des Jugendfunks wurde ja auch nicht von Platte gefahren. Und die Platten auch auf Bänder umgespielt. Ich habe als Schülerzeitungsredakteur mit einem. Platte ist doch viel flexibler. Warum eigentlich? Die Platte wäre doch viel flexibler. Weil man damals die Platte noch nicht genau sauber starten konnte. Ah. Es gab dann später EMT-Laufwerke, die hatten so eine Filzscheibe, da lief der Motor unten ständig und die Platte wurde leicht angehoben. Und wenn du dann gesagt hast, ab, dann fiel die runter und wurde dann mitgerissen. Und da konntest du, wenn du die Platte beim Einstellen vom ersten Ton eine Drittelumdrehung zurückgezogen hast, dann reichte das, um auf Touren zu kommen und genau zu starten. Aber in der Anfangszeit gab es das nicht. Die kam jetzt relativ spät, diese EMT-Laufwerke, als die Rundfunkanstalten auch sowas wie Diskotheken einführten, wo die Moderatoren selber das Programm mischten. Die hatten dann links und rechts jeweils einen Plattenspieler, in der Mitte ihr Mischpult. Ja, aber das kam erst Ende der 70er. Nee, ich hatte das Glück, als Schülerzeitungsredakteur mal beim SFB und beim RIAS reinzuschauen. Und ich war dann auch bei einigen SFB-Sendungen im Studio. Ja, da kam halt der die Sendung moderierte, der kam dann halt mit so einer Karre, mit so einem Rolltischchen, wie so ein Servierwagen an und hatte da so 20 oder 25 Kartons drauf, wo jeweils so ein Bobby, so ein Kern drin war, mit jeweils einem Musiktitel. Ach. Und ich habe gerade gedacht, die wären dann auch hintereinander auf einer großen. Nein. Ach, die waren alle einzeln. Jeder Titel auf einen Kern. Halleluja. Halleluja. Da muss aber ganz schön schnell sein in den 3 Minuten, wo der eine Titel läuft, den anderen einfädeln. Du hast ja 4 Bandmaschinen im Studio. Im Regieraum. Okay, ja gut. Ja, die wurden dann so reihum bestückt. Und dann gab's vom Moderator aus dem anderen Raum, da wo der saß, sein Bierchen trank und sein Pfeifchen rauchte. Das ging damals alles noch. Von da gab's da das Handzeichen zum Abfahren. Und der wedelte auch mit dem Arm hoch. Genau. Ja, Rainer Farb. Und der hob den Arm und zog ihn dann runter, wenn der Tontechniker, der Toninc eben das Mikrofon, die Musik runternehmen sollte, weil er was sagen wollte. Und dann nahm er den Arm wieder hoch und dann ging die Musik wieder hoch. So war das. Handzeichen. Ach so, quasi, als hätte er den Fader bewegt, ja? Ja. Aber er konnte es ja nicht, weil er saß ja in dem Sprecherraum. Ja. Genau. Das war schon ich hatte das mal beim WDR gehört, wo sich Leute darüber unterhalten haben, da hieß dieses WDR-Ballett oder so, also diese Handbewegungen. Ach, das ist hübsch, ja. Nee, da habe ich da mal reingerochen. Das war eine schöne Zeit. Ja, und da habe ich halt Audio. Ne? Für dich entdeckt, da genau. Da ist meine Liebe zum Audio entstanden. Sofa-Reporter schreibt davon, im Chat, Frank hat schon früh Podcast gemacht, ohne es zu wissen. Ja, kann man so sehen. Ja. Ja, das hat er gut formuliert, ja. Ja. Ja, wobei ja, also ich meine, wenn wir damals die Chance gehabt hätten, zu senden, dann hätten wir da gesendet. Wer waren denn dann da eure Zuhörer, wenn du sagst, wir haben das für unten gemacht? Das waren Jugendliche aus dem Norden Berlins, die da rumlungerten. Es gab eine kleine Bar ohne Alkohol. Da habe ich die Liebe zum Tomatensaft entwickelt. Ja, da gab es günstig Getränke. Es gab auch was zu essen. Und dann konnte man da halt unten sitzen und quatschen und rauchen und Zeitung lesen.
Da kam sich auch und hast dich dann so angehört, wie seine Schulkameraden Schulkameraden Zeitungen vorgelesen haben. Ja, zum Beispiel, ja. Haben sich dann auch so Schülerzeitungsredaktionen mal getroffen. Am Wochenende wurde da auch wurde vom Studio oben auch Musik zum Tanzen runtergespielt. Da haben wir dann im Prinzip Tanzmusik, aber ja eben nicht Max Greger, von oben runtergeschickt. Und dann wurde da unten Party gemacht. Ja gut, aber dafür hätte man ja so ein aufwendiges Tonstudio nicht gebraucht. Ne? Ja, das Partybeschallen war ja im Prinzip ein Abfallprodukt. Das Ding war konzipiert, um jungen Musikern eine Möglichkeit zu geben, mal was aufzunehmen und sich auszuprobieren und sowas. Ne? Okay, das war also eigentlich eingerichtet für Musiker und dass ihr das dann für Das ist von Audio-Enthusiasten gebaut worden. Das ist gar nicht in der Form unbedingt vom Senat oder vom Bezirk in der Form geplant worden. Die haben den Raum genommen, haben gesagt, hier wollen wir ein Tonstudio einbauen. Da hat irgendjemand gesagt, ja, macht mal. Ja, ne? Und dann haben die sich halt die alten Bandmaschinen zusammengesucht und das Pult war auch total selbst gebaut. Ja. Hatte Flachbahnregler mit ganz langem Regelweg, ich glaube 30 Zentimeter Regelweg, wo die Regler in Wannen liefen, in Wannen. Ich habe da ein Bild von Flachbahnregler. Schmeiße ich mal in den Chat, wie die Dinger aussahen. Flachbahnregler, sehr schön. Radiomuseum, aha. Ich guck mal. Da gibt's Eckmüller ist eine Firma, die saß in Berlin, in Berlins in Frohnau. Und wie man sieht, das sind keine Leiterbahnen, wo ein Schleifer über eine Kohleschicht läuft. Das sind alles Einzelwiderstände und der Schieber hangelte sich von Widerstand zu Widerstand. Das heißt, das war ganz fein gerastet, dieser Regelweg. Ah, schön. Und das ist doch ein super haptisches Erlebnis gewesen. Ja. Ja. Und du siehst unten diese ganzen feinen Zungen, wo der nicht langhangelte. Ja. Ja, da kam ein Regler 300 D-Mark damals. Und wir hatten ein Pult mit 36 Kanälen. Das war aber ganz billig, weil einer von denen, die das Ding gebaut haben, hat ein Praktikum bei Eckmüller gemacht. Mehr brauche ich nicht sagen. Wow. Ja, und das waren auch Typen, die beiden, die das Ding gebaut hatten, das waren auch solche absoluten Puristen, ne? Deswegen haben die da diese Flachbahnreglerin gebaut. Na super, aber dann ist man ja eigentlich verdorben für den Rest des Lebens, wenn man gleich mit sowas angefangen hat. Mit so edlem Zeug. Ja, also ich mag bis heute, Mischpulte nicht, wo die Regler nicht in irgendeiner Weise versenkt laufen. Das ist, also ich erinnere mich. Siehste, genau. Kannst du dich noch an das große Pult in München erinnern? Ja, alles oben, ja, wenn du da mal ein Manuskript oder ein Hefter mit einem Manuskript durch die Gegend schiebst, hast du ganz schnell mal einen Regler verstellt. Na klar. Das ist fürchterlich. Da gehört ja auch kein Manuskript drauf. Es ist ja nur für die Hände, für den Regler. Alles ganz edel. Ja. Ja, andere Leute müssen sich so für $40 oder so solche roten Verhüterli für ihren H6 kaufen, ne? Na, wer denn? Okay, ich bin... Nee, das hat Spaß gemacht damals. Es hat einfach Spaß gemacht. Da haben wir auch dieses schöne Experiment gemacht. Lies doch mal das Gedicht ein, sprich doch mal das Gedicht ein. Und dann setzt er sich da hin und alles Paletti. Und dann halt mittendrin schaltest du dann auf Hinterbandkontrolle um und gibst ihm das verzögerte Signal und dann ist er raus. Ah ja, ja. Das haben wir doch öfter abgeübt. Ja gut, dann ist man schnell raus. Ja. Das war ja eines, beim Methodisch Inkorrekt, eines der ja Experimente der Woche, glaube ich. Ja, genau. Vier, fünf Sendungen oder Leute, so. Leute, das haben wir doch schon, das haben wir schon vor 40 Jahren gemacht. Ja, aber es wachsen ja immer wieder neue Leute nach, die ich nicht kenne. Ja, und wir haben es ja mechanisch gemacht, ne? Ja, auch noch, genau. Ja, wir haben es ja mechanisch gemacht, durch den Abstand von der Tonköpfe. Nee, das hat echt Spaß gemacht.
Ich erinnere mich auch noch. Ich kann ja jetzt nochmal, warte mal, ich habe ja noch, ich habe ja noch einen Schnipsel mitgebracht. Hier, der Sofa-Reporter fragt nämlich gerade, gibt es da auch noch Aufzeichnungen? Wurde damals irgendwas aufgenommen? Gibt es da noch Aufzeichnungen? Nein, es wurde wenn nicht. Wenn du was hast, also, lass mal hören. Ich habe lediglich jetzt noch diesen Anfang, ich meine, das ist ein Anfang von der Sendung. Music Workshop. Jeden Donnerstag 20 bis 21 Uhr. Stereophone Musik, Meldungen, politische Informationen aus dem Studio des Jugendclub Borsigwalde. Man beachte großartig die Formulierung Stereophone großartig Musik. Ja, ja, Stereophone Musik, genau, in ja Farbe. Hat damals noch was, was ansagenswert war, ja? Ja, auf jeden Fall. Super. Auf der Ultra ja, das sind leider die, es gibt noch, ja, wir hatten dann noch so ein paar Spots, die waren teilweise aus Mitschnitten zusammengebastelt. Also wir hatten zum Beispiel, die liefen dann teilweise zwischen den Musiken. Also Musik nicht direkt, dann kam dann so ein Spot dazwischen. Ich erinnere mich an einen, der war aus einer Fred Feuerstein-Folge rausgeschnitten und lautete, denke ich an einen saftigen Suppenknochen, könnte ich vor Gier in meinem eigenen Sabber ersaufen. Von Fred Feuerstein gesprochen damals. Sowas hatten wir. Wir hatten auch mal einen Willy Brandt. Wichtig ist aber auch Folgendes. Nicht zu viel Porzellan zerschlagen. Und dann boom, krachte es natürlich danach. Solche Sachen hatten wir da auch noch. Die haben wir da auch selber gebastelt. Ja, aber das heißt ja, also mit Mischen heute auch noch oder beliebt mit der Schere. Ja, ja, ja. Ich meine, sowas ist ja heute auch noch beliebt, ne? Dass man Politiker kürzest Aussagen so als immer wiederkehrende Samples irgendwo in seinen Podcast einspielt, zum Beispiel. Es gibt eine Schallplatte von Fritz Kuhn. Das ist ein Frankfurter, ich glaube, Satiriker, Kabarettist und Musiker. Der hat mal eine Platte gemacht, die heißt die Politparade. Da hatten sie auch Aussagen von Strauß, Wehner, Barzel mit Musik unterlegt und auf die Musik dann so sprechen lassen. Sagen wir sich mal so, Politparade heißt das Ding. Ja, das sind so Sachen, da denkt man heute, das ist im Zeitalter der sozialen Netzwerke und der Memes, ist das jetzt erst erfunden worden? Stimmt gar nicht. Nee, das war in gewisser Weise der Vorläufer der Memes, ja. Ja, genau. Kannst du, ja. Aber das war damals dann so, da warst du selber Jugendlicher und das war eine ehrenamtliche Arbeit. Oder hast du da auch schon Nee, Geld da gab's verdient? Geld, du, da gab's ja? für 3 Tage in der Woche abends, da glaube 2 oder 3 Stunden, müsste ich raussuchen, habe ich noch irgendwo. Aber es gab 54 D-Mark in der Woche. Ui. Das war für einen Schüler verdammt viel. Ui, da hätte ich aber auch gerne. Ja, ich sag ja, Berlin schwamm in Subventionen. Ja, heute kriegst du das nicht mehr hin. Ja, weil das muss heute. Deswegen konnte ich mir ja damals auch eine Mikrofonspende für 65 Mark leisten. Ja, klar. Ja. Aber jetzt mal eben so ins Persönliche umgeschwenkt. Wenn du deine Stadt in einer Zeit kennengelernt hast, wo das Geld ja quasi ja auf den Bäumen gewachsen ist und du erlebst es heute, wo es heißt, arm, aber sexy oder so. Wie ist denn dieser Kontrast eigentlich zu ertragen? Oder ist es okay, weil es so langsam in schrittweise fortgeschritten ist? Also das kannst du schon ertragen. Was ich in dieser Stadt weniger ertrage, ist, dass vieles so lange dauert. Dass dieser ganze Verwaltungsapparat, diese ganze Administration so behäbig ist. Mir hat vor ein paar Monaten hat mir der S-Bahn-Chef in einem Gespräch gesagt, wir haben hier in Berlin, bei uns in der Nähe haben wir einen Bahngraben. Das heißt, die S-Bahn läuft in einem Einschnitt. Und über diesen Einschnitt geht eine Brücke. Ja. Und der Zugang ist von der Brücke in die Bahnsteigmitte runter. Und es gibt auch noch einen weiteren Zugang, der im Moment von einem Blumengeschäft verdeckt wird, von einem Empfangsgebäude. Diese Brücke muss erneuert werden, dringend. Die ist nur noch einspurig mit Geschwindigkeits- und Gewichtsbeschränkung befahrbar. Das heißt, die müssen von der einen Seite, auf der anderen Seite können sie den Blumenladen vertreiben und den Zugang wieder machen, aber von der anderen Seite müssen sie einen Steg
bauen in die Mitte des Bahnsteigs, um den Leuten den Zugang zum Bahnsteig zu ermöglichen. Für diese Baumaßnahme haben die eine Vorlaufzeit von 5 Jahren, bis sie überhaupt die Genehmigung haben und dran denken können, anzufangen zu bauen. Weil da zig Institutionen administrativer Art, Senatsverwaltung, Bezirksverwaltung, drin sind. Okay. 5 Jahre, sagte der Buchner, ist der Standard bei Bauvorhaben im Bahnbereich. Ja, das ist der Amtsschimmel, oder? Ja. Ja. Ich meine, 5 Jahre Planungszeit. Ich meine, andere brauchen dazu, andere nutzen diese Jahre, um Eröffnungstermine zu verschieben. Ich werde übrigens am 28.07. darf ich im Probebetrieb mitmachen. Wie, ich habe mich erfolgreich für den Probebetrieb am BER registriert. Ja. Und jetzt überlege ich, nehme ich Videokamera mit oder den H6? Ja, oder eine Nebelmaschine. Oder eine Nebelmaschine. Es gibt zwei Termine, wo Evakuierung geübt wird, aber da habe ich keine Lust drauf gehabt. Nee, fand ich. Ach so, was machst du denn? Was hast du denn für einen Termin? Koffer tragen oder was? Ich habe einen normalen Abreise- und Ankunftstermin. Das heißt, ich werde dorthin kommen, ich werde dort Papiere in die Hand kriegen, ein Tagesprogramm, ich kriege einen Dummy-Koffer, ich kriege wahrscheinlich auch noch ein anderes Gepäckstück, ich kriege Flugtickets und alles mögliche Handgepäck wird gestellt. Und dann gehe ich zum hier ist, Check-in hier ist und checke also ein. Musterkoffer. Und dann checke ich das, ein. Das Wort Musterkoffer bekommt ja eine ganz neue Bedeutung. Ja. Deine Sprachspielereien, die sind so toll, ja. Und dann werde ich durch die Sicherheitskontrolle und dann geht's zum Flugzeug und dann wird aber der Flug, also es steht extra in der Anleitung sozusagen, sie werden kein Flugzeug betreten. Ich werde dann mit einem Bus zum Ankunftsrüssel gefahren und komme dann dort an. Und da ist dann zu unterscheiden, wo ich herkomme, ob ich jetzt irgendwie durch den Zoll muss, weil ich aus England komme oder so, ne? Das wollen die insgesamt, also pro Tag, die haben etliche Termine angesetzt, ich weiß nicht wie viel, ich habe mir den 28.07. gesucht, das waren aber insgesamt, waren das so 10-12 Termine, jeweils 600 Leute. Ja, sag mal, ist das denn üblich oder ist das jetzt irgendwie so ein Berlin-Spezial? Nee, ich glaube, das ist üblich. Echt? Ich glaube, man macht das. Ich meine, ich find's sportlich. Der letzte Testtermin ist der 15.10. und am 31. soll der Betrieb losgehen. Wenn sich am 15. ein gravierender Mangel zeigt, oh, dann wird's eng. Aber verschieben, eine unserer leichtesten Übungen. Ja, erstens das und zweitens wird's auch keine Mängel mehr geben. Nein, natürlich. Was mir gerade so in meinem Hirn ich habe gesehen, quasi der Bus, mit dem du da übers Vorfeld gefahren wirst, zum Eingangsrüssel, der hat rechts und links so Pappflügelchen angeklebt, damit das wenigstens halbwegs wie ein Flugzeug aussieht. Ich kann ja mal ich schmeiß mal den Link rein, da kann man sich das mal. Ich habe ja heute das Glück, dass ich nicht noch meinen Sendeplan gucken muss. Sonst wird es mit dem Fenster ganz schlimm. Ja, aber dann nimm doch bitte auf jeden Fall ein irgendwas Rekorder muss ich mit. Mitnehmen. Entweder einen Rekorder oder gar eine Videokamera. Ja, oder beides. Ne? Man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ich muss ja mein Gepäck noch schleppen können. Ja, stimmt natürlich. Das fürchterliche Handgepäck, Koffer. Ne? Hier wird gerade schon spekuliert im Chat, ob es vielleicht auch bei den Musterkoffern welche gibt, die Drogen beinhalten, damit man auch irgendwo was finden kann. Also es steht in den Infos, die man und in den FAQ steht da, dass also bei der Sicherheitskontrolle die absolut normalen Regeln gelten. Also diese 100 Milliliter und was alles, ne? Insofern kann ich die Videokamera leider nicht laufend durch die Sicherheitskontrolle packen, das sehen die ja wahrscheinlich, weil ich muss sie ja dann in diesen Behälter schmeißen, dann geht das da durch. Ja, man könnte es auch laufen lassen einfach, ja. Ich muss mal sehen, was ich da mache. Wahrscheinlich werde ich ein H6 mitnehmen und die Leute, die da mit mir unterwegs sind, mal fragen, wie sie es finden oder so. Also richtiger Radioreporter. Habe ich ja geübt. Genau, deswegen. Schenken wir dahin zum 36C3.
Aber wir, na, warte mal, bevor wir da hinkommen, die Frage war, wann hattest du zum ersten Mal ins Mikrofon gesprochen? Das war der Jugendclub Borsigwalde. Borsigwalde, das war Anfang der 70er. Also 69, 70. Ja, aber zum reinen, und dann, und danach hast du aber dann war irgendwann Pause. Wieder aufgehört? Ja, dann war Pause, dann wurde ich ja auch, dann wurde ich erstmal Ehemann. Dann wurde ich Vater. Was soll das heißen? Da hat man nichts mehr zu sagen, oder? Nee, da hast du keine Zeit mehr. Ach so, okay. Da hast du einfach keine Zeit mehr. Ja, man hat Besseres zu tun, das stimmt. Ja. Und heute ärgere ich mich, ich hätte damals doch nicht zu Control Data gehen sollen, sondern ans Institut für Rundfunktechnik nach Nürnberg. Aber ich war so ein Muttersöhnchen, ich wollte nicht weg. Ich habe mich da beworben. Und bin nicht genommen. Du hast dich worden. Da beworben? Ja. Bist nicht genommen worden? Nee. Da hatten die für 18 Ausbildungsplätze irgendwas um die 2000 oder 4000 Bewerbungen oder so. Und da war ich relativ schnell raus. Ja. Ich habe schon den, das, die hatten mehrere Auswahlrunden. Ich bin schon bei der ersten rausgeflogen. Also war nicht sehr klug. Tja. Da wolltest du ja, hin? Guck mal. Dann war eben Pause, ne? Und dann fing das mit diesem Podcasten an, dass man was gehört. Also dann gab es ja Webseiten. Die stellten Audio bereit. Das hat man sich runtergeladen, hat gehört. Ja, und dann ging das mit dem Podcasten los. Und weißt du noch, was das erste war, was du irgendwie da in der wahrgenommen hast? Ich meine, es war NSFW. Ach, ja, der klassische. Ich glaube, ich bin NSFW sozialisiert, ja. Kannst du den in irgendjemanden aus dem Dunstkreis Pritlaff oder Chaos Computer Club oder so? Nein, gar nicht? Überhaupt nicht. Aber wie bist du denn dann darauf gestoßen? Ja, wahrscheinlich irgendwo im Internet gelesen. Das ist sehr wahrscheinlich, denn das gab's ja nur da. Ja, wo sollte ich es sonst? In der Programmzeitschrift genau, also wurde das nicht ausgedruckt. Im Laden konnte man NSFW ja nicht kaufen. Nee. Das gab ja, glaube ich, nur eine. Ich meine, es war NSFW. Was gab's denn da? Also, was ich auch mit Freude gehört habe, dann waren die Wikigeeks. Die habe ich gerne gehört. Sehr strukturiert. Sehr interessant wegen der aufkommenden Social Media, dieser SM-Scheiß, ne, den die immer hatten. War doch mit Claudia Krell und Ralf Krell Stockmann und noch Ralf ein paar Leute. Stockmann, ja. Nur und die Renke beiden? Brun war noch dabei. Ja, genau, Renke. Ich habe die nur ganz, ganz wenig von gehört, aber ich weiß, dass es immer hieß, wir machen eine Sommerpause, wir machen eine längere Sommerpause, wir machen eine Winterpause, aber wir kommen wieder, wir haben jetzt schon ein neues Intro, wir haben ein Konzept und dann haben sie Familie. So, das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, klar. Ja, und dann ändert sich halt dein ganzer Tagesablauf, nicht nur der Tagesablauf, sondern deine ganze Umgebung ändert sich dann noch. Und dann gab es einen. Menschen ohne Kinder noch nicht so vorstellen. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ja, wir bekommen ein Kind, aber nein, ändern tut sich nichts. Und an der Stelle kann man dann eigentlich sagen, warten wir es ab. Ja, und dann habe ich mal nachgeguckt, ich habe ein Hörertreffen mitgemacht, das musste ich heute noch böse nachrecherchieren, wann das war. Eine NSFW-Hörerinnen grillen am 17. Juni 2012 auf dem Tempelhofer Feld mit Holgi. Ja, da wäre ich so gern dabei gewesen, genau. Tempelhofer Feld, da war Linus auch da. Kanntest und Linus war mit Fixi, Linus Neumann war mit seinem Fixi da und jeder, der auf dem Fixi, auf diesem Rad ohne, ja, wo nix, keine Übersetzung und so ist, jeder, der darauf fahren wollte, ist auf die Fresse gefallen. Aber Linus konnte damit sehr gut fahren. Ja, und da habe ich einen Typen kennengelernt, der ist auf Twitter als Fairsein bekannt, hieß damals Jan. Wir haben uns unheimlich gut verstanden. Ja, dann sind wir auseinandergegangen. Und auf dem 30C3 haben wir uns wieder getroffen, haben uns immer noch gut verstanden und haben beschlossen, einen Podcast zu machen. Und damals gab es kein Studio-Link. Das war die Vor-Sebastian-Zeit. Ja, aber ihr seid doch beide dann in Berlin. Ihr seid doch beide Berliner, ne? Oder nicht? Ja, aber H6 kannten wir auch noch nicht und so. Okay. Und dann haben wir mit Skype rumexperimentiert. Ja, weil der wohnt in Köpenick. Das ist nicht nur 18 Kilometer Luftlinie, das ist auch mehr als eine Stunde Fahrzeit. Ja,
Berlin ist einfach riesig, ne? Ja, was das angeht. Ja, und da hat sie nicht so unbedingt die Lust. Jedenfalls haben wir experimentiert und wir haben unsere erste Nullnummer veröffentlicht am 10.07.2016. Also 3 Jahre nach dem 30C3. Cool. Habe ich heute noch geguckt. Das war die Nullnummer. In Berlin brauchen die Sachen also ein bisschen länger. Ist ja normal. Ja, genau. Ich sage ja, administrativ Verzögerung, Verzögerung im Betriebsablauf. Ja, kennen wir. Ja. Es ist ein Reifeprozess. Es ist ein Reifeprozess. Ja, ich hatte euch ja damals irgendwann mal wahrgenommen und dann habe ich aus dem Laber-Podcast oder ich habe diesen Tippfehler für ernst genommen oder so, dann war das der Laber-Podcast. Ne? Ja, du hast gesagt, den Tippfehler bitte bloß nicht korrigieren, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Vergesse ich dir nie. Und habe ich recht behalten? Du hast recht behalten, ja. Gut, danke, endlich mal. Ach, das tut so gut. Dafür danke ich dir, wirklich. Oh Gott. Keine Ironie. Ironie kommt im Audio sowieso nicht. Aber bitte, für diese blöde Bemerkung, also für ein hingeworfenes Wort. Naja, okay, mach was du möchtest, das ist sehr nett. Und was ist der Inhalt von eurem Labber-Podcast? Also wir haben angefangen, haben wir ohne eine feste Struktur, mittlerweile haben wir einen festen Punkt, das sind die Tweets der Wochen. Es geht eigentlich um alles, was uns in den 14 Tagen, wir sind im 14-Tage-Rhythmus, was uns so auffällt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein bisschen was verraten darf für die nächste, wir machen das über ein Trello. Da hat jeder eine Input-Spalte und dann gibt es eine Input-Tweets-Spalte. Da packen wir Tweets rein, die wir witzig oder bemerkenswert finden. Da haben wir zum Beispiel bei mir haben wir BER-Probebetrieb, Mordanwalt der Lübcke, Emotet am Kammergericht, links unten in niemedia.org, Giffey, RecBM, Giffey, regierende Bürgermeisterin und ein What the Fuck U-Bahn-Büro. Und dann treffen wir uns via Studiolink am Sonntagabend und gehen das durch, wo Überschneidungen sind. Dann entscheiden wir, wessen Trello-Karte gewinnt und dann gehen die Links, die in der einen sind, dann halt mal rüber. Und dann haben wir im Wesentlichen eine Themenleiste und dann gehen wir nochmal die Tweets der Wochen rum. Das können mal 15, 16 Stück sein, die in 14 Tagen angefallen sind. Im Moment habe ich hier nur 7. Da wird wenig ausgemistet und ansonsten schmeißen wir da was raus und die präsentieren wir nach Begrüßung und Klärung der Befindlichkeiten. Lesen Sie vor oder ich mag Bilder-Dinge an der Stelle nicht so, weil die musst du dann immer so blöd erklären. Ich schmeißen wir aber auch in den Chat, dann können die Leute selber gucken. Das ist natürlich schwierig. Also wir reden eigentlich über alles Mögliche, was wir seit ewigen Zeiten vor uns herschieben, ist der ÖPNV in Berlin, den wollen wir uns mal genauer ansehen, weil wir beide auch ein bisschen bahnaffin sind. Da wollen wir mal was drüber machen und uns entweder aufregen oder gegenseitig zustimmen. Aber sich am Tag vorher treffen und dann die Sendung so planen, das ist ja ganz schön aufwendig. Also wenn ich mir vorstelle, wir würden uns hier vor dem Sendegarten am Tag vorher nochmal treffen und den Plan zusammen tragen. Das ist die halbe Stunde im Wesentlichen, die wir vorhin hatten. Ah, okay. Wo wir sie auch nicht. So ein bisschen Themen, was machen wir, wie wird's, ja und so. Also zum Beispiel haben wir mit Gästen vorher nie eine große Absprache. Da wird mal kurz über Twitter DMs gesagt, worüber wir reden wollen und dann ist die Sache erledigt. Also die nehmen da nicht teil. Nee, das hatte ich schon so verstanden, dass das quasi ihr als Hosts seid, die dann da überlegen, was wollen wir eigentlich besprechen. Ja, so wie du hier die Fäden in der Hand hältst, halten wir, wenn wir einen Gast haben, die Fäden gemeinsam in der Hand. Nur haben sich ja Veränderungen ergeben. Also zu Anfang, ich meine, ich habe in dieser Anfangszeit unheimlich viel gelernt, weil ja mein Partner/in, dazu komme ich noch, offen mit seinem Autismus umging. Und da habe ich viel gelernt. Ich habe ganz viel gelernt. Über den Autismus insgesamt. Über Autismus und auch über, was man mit denen macht und was man mit denen besser nicht macht. Also zu Anfang zum Beispiel zur Begrüßung, umarmen geht schon mal gar nicht, Hände geben, knirscht. Mittlerweile sind wir so, dass wir uns umarmen, weil wir uns so gut kennen und die Gegenseite damit umgehen kann.
Das ist so, ja, als wenn ich beim Hobbyquerschnitt erstmal seinen Reifen anfasse, weißt du, nach dem, bei der Begrüßung. Das fände der auch nicht so gut. Don't touch my wheel, genau. Ja, aber das ist doch, sagen wir mal, jetzt nicht so autismus-spezifisch, oder? Also, dass man als... Nee, es gibt auch so andere Sachen, dass so du zum Beispiel nichts kurzfristig absagen kannst. Ja, also wenn, also ich könnte nicht um 7:30 sagen, wir treffen uns meistens so gegen 8. Nee, 20:30 treffen. Ich könnte nicht nach der Tagesschau per Telefon oder per Social Media den Termin absagen. Er/sie, muss ich noch erklären, hat mir mal gesagt, wenn in der Schule eine Sportstunde hinten ausfiel, ist Katastrophe für einen Autisten, weil die ganze Tagesstruktur kaputt geht. Okay, ja. Kann ich. Das kann man nachhören in den autistischen Wahrnehmungen und das kann man auch in der einen autistischen Wahrnehmung sehr gut nachhören, die auf dem 35C3 produziert wurde. Ja, da habe ich vieles gelernt. Wir haben wir haben uns dann gelegentlich auch zum Mittagessen mal getroffen, als ich schon nicht mehr gearbeitet habe. Auch da muss man mit der Platzierung im Restaurant vorsichtig sein wegen der unterschiedlichen Filterei akustischer Signale. Das darf nicht zu laut sein. Ja, muss man halt Rücksicht nehmen. Habe ich gelernt, komme ich mittlerweile unheimlich gut klar. Und dann beziehen wir halt auch noch aus unserem immensen Altersunterschied ein bisschen Spaß. Der Sofa-Reporter hat mal gesagt, wir Eheleuten, als wir uns mal irgendwas gestritten haben, fand ich super. Hat sich bei uns in Sprachgebrauch eingefressen neulich. Ich auch mal wieder, ey, du fängst gerade hier an Ehe zu läuten. Ja. Ja, und dann. Verrätst du uns dein Alter? Wurde gerade das Thema. Ich bin Jahrgang 53. Jahrgang 53 kann man ausrechnen. Ich werde dann bist du tatsächlich, dann gehörst du tatsächlich zu dieser Boomer, Baby-Boomer-Generation, ne? Ja, ich habe einen Deutschland- Sohn. Ich dachte, diejenigen selber wären dann die Boomer. Nee, ich gehöre zu der Generation, die sich nach der deutschen Einheit und nach der nach dem vermeintlichen Ende des Kalten Krieges so wohlig eingerichtet hat und da auch einiges verdaddelt hat. Habe ich neulich mal gehört. Das ist eine Generation, die hat in den 90ern sehr saturiert rumgehangen. Das stimmt. Das stimmt zu einem guten Teil. Ja. Aber trotzdem hast du ja Weltoffenheit und Neugier. Weißt du, wenn ich sehe, bei mir hier, der Russe steht nicht mehr vor der Tür, da kannst du dich zurücklehnen. Ja, okay, es war finanziell in Berlin dann ein bisschen enger geworden. Auch bei den Einzelnen, diese 400, ich meine, wir hatten 8% steuerfreie Berlin-Zulage, ne? Weißt du, was das heißt? Du hast einen Gehaltsbogen, da steht oben dein Brutto. Da steht drunter 8%. Aha. Und die Zahl geht glatt nach unten auf den Zahlbetrag. Da passiert nichts mit. Auf dem Brutto? 8% vom Brutto war absolut unantastbar, war sozusagen die Basis für den Zahlbetrag. Okay, aha, und die fiel relativ schnell weg. Warum meiner Schulkolleginnen unbedingt nach Berlin wollten. Aha, ich wollte da nicht hin. Die fielen relativ schnell weg, Martin. Die waren, glaube ich, Ende 90 waren die schon weg. Okay. Ja, aber die sind ja aber noch irgendwo anders. Wir waren noch beim Podcasten. Ja. Ich hatte wir mehrern dann hier so ein bisschen. Das dürfen wir hier. Habe ich eigentlich kein Problem mit. Gut. Dann knüpf wieder da an, wo wir aufgehört haben. Ja, und jetzt musste ich nochmal umlernen beim Podcasten, weil während des Camps und kurz nach dem Camp, das Camp ist für Jan ganz scheiße gelaufen. Hat sich völlig übernommen. Er sagt mittlerweile, er hätte gar nicht hinfahren sollen. Der Platz von seinem Zelt war zu laut, die ganze Umgebung, das passte alles nicht mit seinem Filter im Gehirn. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob das der Auslöser war, jedenfalls Fakt ist, er ist heute hat er getwittert, er ist heute beim Standesamt gewesen und hat seinen Vornamen auf Paula ändern lassen, weil er trans ist. Er ist sozusagen das Gegenstück zu Tobi. Andere Richtung. Tobi vom What's in Your Pants Podcast. Vom What's in Your Pants, ja. Um das zuzuordnen, genau. Ja. Ne? Also er fühlt mehr als Frau und denkt mehr als Frau und
trägt gelegentlich auch Kleider schon. Bei der letzten MINT-Korrekt-Veranstaltung in Huxleys Neuer Welt war mit einem schicken Kleid. Die Figur ist natürlich nicht die eines Topmodels, klar. Aber habt ihr mitgekriegt, Kellermann, Georgine Kellermann vom WDR, habt ihr den Fall mitgekriegt? Ja. Da hat der WDR jetzt einen 4-Minuten-Film rausgeschossen, weil die ist jetzt, ich kenne den noch als Georg Kellermann vom WDR 2. Mittlerweile ist Georgine Kellermann und ist Studioleiterin in Essen. Ja, okay. Mhm. What, Charles? Eben. Also ich habe da kein Problem mit, jetzt mit Paula zu podcasten, ja. Ich habe da kein Problem. Was bei dem WDR-Fall so ein bisschen komisch ist, das ist das dieses die Größe der medialen Darstellung. Also ja, hatte klar. Das auch bei dem What's in Your Pants Podcast wurde das ja kurz angesprochen. Und ja, die haben medial aufgeblasen worden. Mir aus dem Herzen gesprochen und gedacht, also ja, ich finde es großartig, wenn Menschen sich nicht mehr irgendwie verstecken müssen. Ich kenne jemanden, diese Person sagt, dass zwischen dem Leben am Wochenende hinter verschlossenen Türen und dem Leben in der Woche ein krasser Unterschied war. Und das wird ja da von dem WDR auch berichtet, ne, dass im Prinzip in der Tiefgarage das Schuhwerk gewechselt wurde von den Stöckelschuhen auf die flachen und so. Also dass man wirklich bis zum äußersten Moment. Du lebst ja in generell in einem Doppelleben immer mit der Angst der Entlarvung. Ja, sonst würde man sich ja nicht verbergen. Sonst hätte man ja, also stell ich es mir jedenfalls vor. Nimm mal an, Georg Kellermann fährt im Auto in Stöckelschuhen, hat einen Unfall, steigt aus dem Auto und der Kollege steht am Straßenrand und sagt, was hast du für Schuhe an? Ja, genau. Na? Ja. Nee, also ich hab da kein Problem mit. Ja. Ich habe eher das Problem, wenn wir von Angesicht zu Angesicht zusammen sind. Da fällt es mir schwer, die Frau zu sehen. Aber das ist mein Problem. Weißt du? Ja, wahrscheinlich, weil du der alten Gewohnheit verpflichtet bist. Da ist Gewohnheit drin. Ihr seid ja jetzt seit 30C3 oder noch früher. Ja, kennen wir uns. Kennen wir euch und dann ist es sicherlich, jede Veränderung ist schwierig zu wahrzunehmen. Aber das ist mein Problem. Wo hatten wir das vorhin in der Pre-Show? Shortcuts, also Steuerkommandos auf der Tastatur, die sich ins Muskelgedächtnis eingebrannt haben, die zu ändern, ne, das ist einfach schwierig und das ist mit dem anderen Gedächtnis, mit dem im Hirn sicherlich das Gleiche. Also du siehst eine Person mit dem Muster, mit dem Gesicht verbindest du gewisse Eigenschaften und jetzt musst du durch den Wechsel andere Eigenschaften verbinden. Das ist ist eine Herausforderung, ist nicht einfach. Und den alten, den toten Namen zu sagen, eventuell mal, das ist keine böse Absicht, glaube ich, sondern, oder was passiert heißt, glaube ich, mir das eigentlich wird, jetzt gar nicht mehr. Also mir passiert das ist gut. Jetzt nicht mehr. Also da muss ich sagen, aber es ist natürlich für die Umgebung, kannst ihn da noch mal einladen, war ja schon mal zu Gast. Für die Umgebung ist es teilweise eben schwierig, also was so Eltern, Großeltern angeht. Ne? Ja. Da weint er sich dann schon gelegentlich mal aus. Weint sie. Siehst du, da haben wir einen. Hm? Ja. Ja, das ist genau das. Ne? Das ist genau der Punkt. Nee, aber ansonsten hat sich da an unserem Verhältnis nichts geändert, an unserem Podcast auch nicht. Ihr seid beide politisch interessiert, ne? Wir sind beide politisch interessiert, ja. Deswegen haben wir ja eben, hatte ich ja vorgelesen, beim nächsten Mal kommt mit Sicherheit der Mord an Lübcke und dieses, das ist ja Einzeltäter, ne? Kommt nochmal zur Sprache. Dann natürlich IT, weil wir beide mit IT zu tun hatten und haben, kommt der Emotet am Kammergericht mit Sicherheit nochmal vor und in die Media auch nochmal. Ja. Und dann versuchen wir immer am Schluss noch so ein What the fuck zu kriegen, irgendwas Absurdes. Das verrate ich aber nicht. Ja. Aber in der letzten Ausgabe gab es keinen, ne? Nee, es gibt nicht immer einen. Es gibt nicht immer einen.
aber dann eure Schlussfolgerung war ja, es muss wohl eine gute Woche gewesen sein. Es gab jetzt kein WhatsApp. Ja, ja. Das hat mir ein bisschen Hoffnung gemacht, muss ich sagen. Ich habe festgestellt, als ich das Archiv so mal durchgegangen bin und die Sendungstexte mir angesehen habe, die sind deutlich kürzer geworden. Ich habe eigentlich von Anfang an die Sendungstexte, also die Abstracts sozusagen gemacht. Habe ich viel mehr geschrieben, Frank ist der Meinung, das und Jan kontert damit. Das schreiben wir jetzt. Wir schreiben jetzt eigentlich nur noch ein bisschen ausformuliert, worüber wir reden. Wir verraten da nicht zu viel. Das soll ja auch ein bisschen neugierig machen, ne? Ja, sonst bist du ja beim Transkript schon fast, in dem ja, du dann sonst da wirklich ja, wieder nee, und da nehme ich mich jetzt ganz doll zurück. Und das sieht so aus, dass wir nach der Sendung sie die Sendungsseite anlegt, Shownotes und Kapitelmarken da schon reinpflegt. Ich schreibe dann in der Zeit in einem Editor meinen Text und den packe ich dann nur noch rüber. Und dann guckt jeder noch mal rüber und dann ist es am nächsten Morgen um 9 Uhr online. Das hat sich unheimlich gut eingeführt. Wir sind in letzter Zeit so schnell, dass wir eigentlich schon manchmal um 23 oder 23.30 Uhr veröffentlichen können. Aber den 9 Uhr Termin, den halten wir jetzt. Kann halt noch ein bisschen liegen. Ich gucke dann meistens morgens früh noch mal rein, mache noch ein bisschen Textänderungen, finde meistens ein fehlendes Komma oder so. Und dann ist das Ding raus. Gut. Ich muss noch mal einen kleinen Break machen, weil ich hier gerade im Chat den habe ich sagen mal ermahnt werde. Verkügtheiten sagt auf meine Beschreibung, dass man sich nur schwer umgewöhnen kann. Aber es ist auch nicht einfach für die Personen, immer missgegendert zu werden und das bitte kein Hexenwerk draus machen und sich einfach verdammt nochmal dran gewöhnen. Wenn Frau Müller heiratet und Frau Meier heißt, gewöhnen sich alle. Aber bei Transmenschen ist das alles total schwer. Nein, ist es nicht. Einfach besser aufpassen. Genau. 100%ig richtig. Und trotzdem passiert es mir, dass ich Frau Meier immer noch Frau Müller nenne. Auch da, ich vergib mir ja Mühe, ja, aber es kann trotzdem passieren und dann ist es keine böse Absicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt bewusst sage, deine Transition ignoriere ich oder so, aber es ist halt nee, auch natürlich nicht so da ist kein, einfach. Das ist keine böse Absicht. Ja. Aber ein echtes Martin, Bemühen? Du kennst den Satz, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, aber wenn ich Verkügtheiten jetzt richtig verstehe, ist die Botschaft, ja, aber damit kannst du dich nicht rausreden, sondern gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Tu dem anderen nicht bewusst weh. Das ist, glaube ich, die Aufforderung. Und da bin ich 100%ig dabei. Ich stimme damit mit Verkügtheiten völlig überein. Ich glaube aber, dass das, was ich vorhin ansprach, das Optische, an der Stelle wirklich es einem schwer macht. Weil das Gegenüber ist nicht der typische Mann oder die typische Frau. Das ist ja mehr eine geistige Sache bei der Person. Ja, also ich stehe ja immer noch einem Wesen gegenüber, das primär in seiner Erscheinung, in meinem Fall männlich, daherkommt. Von der Äußeren, also wie heißt das so schön, du liest die Person männlich, aber sie möchte gerne weiblich gelesen werden. Ja. Und da ist im Prinzip der Wunsch des der betroffenen Person maßgebend. Also theoretisch ist mir das auch alles klar und da bin ich auch komplett mit im Reinen, aber praktisch, die praktische Umsetzung ist manchmal nicht so einfach. Ja. Das war ja nur das, was ich sagen wollte. Insofern kommt es. Und Verkügtheit sagt gerade, sie weiß auch, dass das alles praktisch nicht immer so simpel ist. Ja. Sind aber da kommt uns halt zugute, dass wir eben remote aufnehmen. Weißt du? Wir sehen. Ja, das ist natürlich eine Hilfe, klar. Das ist mir ist das eine große Hilfe. Aber ich glaube, ich hätte auch sonst keine Probleme mehr. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech. Also dadurch, dass du Paula kennengelernt hast in ihrer Art, also mit ihrer autistischen Diagnose und mit der Geschlechterverwandlung, haben sich neue Perspektiven des Verständnisses von Menschen ergeben?
Ja klar, ich meine, what's in your pants hören ist eine Sache. Aber von Jan auf Paula umschalten ist eine andere Sache. Ah, ja klar, natürlich. Weißt ja. du, ich bin in der Beziehung jetzt betroffener. Im Sinne betroffener als vorher. Ich war natürlich, das was näher dran Tobi einfach, passiert ja. ist, hat mich ja auch nicht kalt gelassen. Das ist ja auch, habe ich ja auch mit Empathie verfolgt und das hat mich ja auch in gewisser Weise auch betroffen gemacht. Aber jetzt habe ich das Problem nicht als Zuschauer, sondern als einer der Akteure, einer der Betroffenen. Weißt du? Ja. Ja, ja, es das betrifft Wort mich, habe ich jetzt weil reserviert. Ich muss, ja, ja, ich ja. bin in einer ähnlichen Situation wie der Jörn. Ja, Jörn hat ja Jacqueline mal gekannt. Mhm, ja, klar. Und spricht jetzt mit Tobi. Und so ja. ähnlich ist es bei mir, nur in die andere Richtung. Mhm. Aber es ist nicht toll, solche Sachen kennenzulernen. Also ja, allein durch diese Podcasts, also jetzt gucke ich mal eben aus meinem Froschloch. Ja. Allein dadurch, dass ich hier über diese Podcasterei in Menschen oder Menschen kennengelernt habe, die so ganz anders sind und andere Sozialisationen und andere Erlebnisse und in anderen Kontexten aufgewachsen sind, mit anderen Blickwinkeln auf die Welt und man sich mit all diesen auseinandersetzen kann und in denen durch das Reden und Zuhören quasi auch so ein bisschen ins Herz und ins Hirn schauen kann und die Welt mit neuen Augen sehen kann, habe ich unglaublich viel dazugelernt, obwohl ich ja nun auch schon fortgeschrittenen Alters bin. Du bist noch mal 10 Jahre älter als ich und man könnte jetzt annehmen, ja, da so ein alter Opa, der ist irgendwie in seiner Welt sowieso festgefahren und für den gibt's da nichts Neues mehr. Aber du lernst genauso dazu. Das ist wunderschön. Ja, das ist ja der Grund, warum ich gerne Podcasts höre, wo sich Leute unterhalten. Also ich höre zum Beispiel, der Lauer hat jetzt Lauer informiert rausgeschoben, da hat er sich mit einer Sexarbeiterin unterhalten. Er hat heute veröffentlicht ein Gespräch mit Nicole Dickmann, wohlbekannt von Twitter und aus dem ZDF, die auch schon einige Shitstürme hinter sich hat. Solche Sachen höre ich einfach gern, weil ich da Leute kennenlerne, deren Arbeitsbereich kennenlerne, deren Denke kennenlerne. Ja. Also du hast schon recht, man lernt unheimlich dazu. Das ist natürlich auch ein wesentlicher Aspekt des Audios im Netz, ne, von Podcasting-Gespräche. Nimm die Elementarfragen von Seemack und von 4000 Hertz, der sich mit Leuten unterhält. Ist ja nur, weil die GEMA uns verbietet, ohne dass wir sie mit Geld bewerfen, Musik einzuspielen. Ich weiß gar Nein, nicht, ob ist ich so viel Musik spielen stimmt. würde. Nein, das stimmt natürlich nicht. Also ich wollte jetzt einfach ein bisschen frech sein und einfach mal was in den Raum werfen. Martin, es gibt mit Sicherheit in der Podcast-Welt Leute, die nur darauf lauern, mit Musik ihre Podcasts anzureichern oder über Musik zu machen und da mehr als 30 Sekunden zu spielen und thematisch einzuordnen. Du kannst es ja machen, kannst ja 30 Sekunden nehmen, wenn du dich dann thematisch oder diskussionsmäßig um diese Musik unterhältst und da analysierst und sowas. Aber das, es gibt mit Sicherheit ja, aber da immer auch die wassen Fachleute, die würden mit Sicherheit gerne mehr Musik spielen oder überhaupt Musik spielen. Mehr Krach als Musik, oder? Ja, das sehen wir beide als alte Männer so, ne? Ja. Ich nehme mal an, dass das Metal nicht unbedingt deine Musik ist. Also traue ich dir echt nicht zu. Kommt so ein bisschen drauf an. Ich habe letztens einen echt? Mit, ich glaube, es war, also nein, normalerweise nicht so. Aber ich habe letztens einen YouTube-Film gesehen, da wurde irgendeine Tätigkeit dargestellt und es war mit Musik unterlegt, die ich als nicht gerade heavy, aber durchaus als Metal bezeichnen würde. Und in dem Zusammenhang, in dem Kontext, bei dem Film und in der Stimmung, wie ich gerade war das genau die richtige Musik. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, ach guck mal,
Da kannst du ja auch mal positive. Nee, ja, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es war zum ersten Mal eine positive Assoziation irgendwie mit dieser Art von Geräusch verbunden. Das hat mich doch beeindruckt, dass das auch möglich ist. Ja, das fand ich schön. Es gibt von Start the Revolution gibt's auch Titel, wo Malik Gitarre spielt. Da gibt's auch Titel, die höre ich auch, weil die einfach toll sind. Und die sind auch nicht so brutal Metal. Also ich würde nicht nach Wacken fahren. Ich bin ohnehin kein großartiger Musikhörer, deswegen ich habe noch nicht mal, ich weiß nicht, war das bei euch? Irgendwo in einem Interview-Podcast, wo ich mal zu Gast war, wurde ich gefragt, was ist denn deine Musikrichtung, was hörst du denn so? Und ich, keine Ahnung, also ich höre eigentlich nichts Konkretes. Ich höre eigentlich ziemlich breit, um das kurz zu sagen, ich höre ziemlich breit. Ich höre von Dire Straits bis zu synthetischen Klängen. Ich habe auch relativ viel, meine Frau nennt das so Kiffermusik oder Kaufhausmusik, so entspannte Hintergrundmusik. Ich beziehe sehr viel aus dem Free Music Archive, weil Breitband im Deutschlandfunkkultur in der Playliste immer hinschreibt, wo die Musik, was das für Stücke sind, dann gucke ich mir die Umgebung dieser Stücke mal an und dann stelle ich fest, das ist aber ein Stück von einem ganz tollen Album. Hol dir mal das Album. Ja, sowas höre ich. Ja, sowas wie Am Wolkenberg. Das kennen die Hörer von Holgi. Holgis Schlussmusik Am Wolkenberg. Sowas, in der Art höre ich gerne. Ich höre auch Dire Straits. Ich höre auch Jean-Michel Jarre leidenschaftlich gerne. Ich höre auch Paco de Lucia. Und ja, also ich habe wenig Schubladen. Wenig Schubladen. Das ist alles mehr so alles auf einem Haufen. Liegt das. Super. Bei dem Stichwort wenig Schubladen denke ich an den 36C3 und beim 36C3 denke ich an die besonderen Folgen eures Podcasts, die du dort gemacht hast. Die hast du dann alleine gemacht, aber trotzdem im selben Kanal. Also hör doch mal zu. Haben wir den Namen schon mal gesagt von eurem Podcast? Hör doch mal zu. Ja, der ist auch schon verchattet worden. Super. Wir sind gerade neulich, als wir miteinander sprachen, wieder total glücklich über diesen Namen. Der finde ich einfach immer noch toll. Ja, hör doch mal zu, ist gut. Weil der fordert auf zuzuhören. Der sagt nicht, was da drin ist. Der sagt einfach, hör hier mal zu. Und deswegen war die Absprache, wenn du da alleine was machen willst, dass die Leute dir da zuhören, dann mach das doch. Und das habe ich dann mal versucht. Ach so, passt zum Titel, ja. Also ich will noch ein paar andere Einzelgespräche machen, die werden wahrscheinlich auch da veröffentlicht, weil ich bin zu alt für den Scheiß, mir einen Webserver und sowas alles und Podlove und sowas anzulesen und anzufummeln, habe ich auch keinen Bock mehr. Ich habe auch kein ordentliches Mailsystem zu Hause, ich nutze mailbox.org, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin zu alt für den Scheiß. 39 Jahre sind genug. Jetzt nur noch Holz und Ton. Also ich hab eine Zeit die Mail selber gehostet, ist vorbei, ist Schluss, aus. Und ich habe auch keinen Bock auf, wenn ich allein im Sendegate da diese Codeschnipsel sehe von diesem Podlove-Zeug, ey, habe ich keinen Bock drauf. Ich hab 39 Jahre, oder sagen wir 30 Jahre, einen dicken Bogen um Webserver gemacht als Admin oder so. Nee, will ich nicht. Insofern war ich zufrieden, dass die Absprache, wenn du da eine einzelne Episode veröffentlichst, mach doch. Und das habe ich dann gemacht. Und ich hatte vorher noch mit dem Schasen gesprochen und ich habe so ziemlich alles das falsch gemacht, vor dem der Schasen mich gewarnt hatte. Ja. Erklär doch mal eben das Format. Was hast du denn da gemacht? Also ich habe eigentlich erzählt, was ich an diesem Tag gesehen, erlebt habe, und ich habe das angereichert mit O-Tönen. Einen gebauten Beitrag nennt man das, glaube ich, ne? Das ist ein gebauter Beitrag von, ich glaube, von einer ist sechs und der längste ist, einer ist sechs, einer ist acht, einer ist neun Minuten. Ich habe ja, als Podcaster nimmt man sich ja kein Zeitlimit. Ich habe genommen, was kam. Jo, wenn ich mir die heute anhöre, würde vieles anders machen. Aber es war eine Übung. Ich wollte einfach mal sehen, kannst du es, kriegst du das hin? Und ja, und? Was ist mit deinem eigenen Zufriedenheits-
Niveau. Ja, was? Ist nicht schlecht. Ich hatte nach Veröffentlichung des ersten Tages einen Anruf von zu Hause. Ey, das hast du aber hübsch hingekriegt. Und das ging runter wie Öl. Weil A, hat meine Frau überhaupt mal diesen Podcast gehört und dann auch noch mit Lob. Also fand ich schon, habe ich mir auf die Schulter geklopft. Was ich gemerkt habe, ist, wie schwierig es ist, einen 6-7 Minuten Beitrag dieser Art zu bauen. Ich hab die erste Sendung angefangen, habe ich einfach drauf losgeredet. Das geht gar nicht. Und je mehr ich gemacht habe, also ich habe ja insgesamt 3 gemacht, je mehr ich gemacht habe, desto mehr habe ich mir vorher aufgeschrieben. Du musst fast ein komplettes Manuskript haben. Das kann sowas Reportageähnliches kannst du nicht aus dem hohlen Bauch machen. Also das dieses Manuskript formuliert. Das Manuskript ist quasi das Bett vom Ganzen und dann machst du in dieses Bett ab und zu mal so Cuts rein, so Einschnitte Ja, du musst bei dem Manuskript praktisch schon so formulieren, dass du weißt, hier willst du den O-Ton, den musst du vorher haben. Ja. Den musst du so anteasern, anmoderieren mit der Stimme, mit dem Inhalt, dass der dann kommen kann. Und ich habe gemerkt, es macht keinen Sinn, die Teile einzeln aufzunehmen. Ich habe die Sendung textlich praktisch komplett eingesprochen und dann zerlegt in die jeweiligen Textteile, die zwischen die O-Töne oder wo die O-Töne, ne? Weil sonst hast du ständig eine andere Ansprechhaltung. Weißt du, wenn ich einen Text einspreche, dann eine Pause mache, ja, weil ich dann schon mal den Text nehme und was hinten ranschneide an O-Tönen und dann gehe ich wieder auf das Sofa und spreche den nächsten Text, dann habe ich eine andere Ansprechhaltung. Das habe ich übrigens von einer Frau vom Deutschlandfunk gelernt, dass man das auf die Weise gut hinkriegen kann. Das hat mir die Büskammer verraten. Ich dachte, der Schasen. Nee, der Schasen hat mich mehr inhaltlich darauf hingewiesen. Also nicht zu sagen, ich bin hier mit Frank Elzner am Wattenmeer, weil der macht so gerne Urlaub am Wattenmeer. Und dann kommt der O-Ton, wir sind ja jetzt hier am Wattenmeer, warum machst du denn Urlaub am Wattenmeer? Ne? Solche Doppelungen sind zu vermeiden. Ja, klar. Das habe ich auch versucht, ne? Deswegen, ich habe ja auch gesagt, da fiel mir ein Geräusch auf und dann kam dieses Telefonklingeln. Man muss oftmals auch, wenn man O-Töne einfängt, schon wissen, wie man zu ihnen hinführen will, textlich. Ja, ja. Aber es ist, was ich gelernt habe, ist, dass es eine Scheißarbeit ist. Ja? Hast du wieder Respekt gelernt, den Menschen gegenüber, ja, die das regelmäßig machen? Ja, allerdings. Ja, das genau. Es ist immer witzig, wenn man anfängt, selber Sachen zu machen, dann merkt man mal, dass es doch eine Herausforderung sein kann, was immer so einfach daherkommt. Ja. Die Büsker hat neulich einen Screenshot von der Tag gepostet auf Twitter. Hast du den gesehen? Nee, habe ich nicht. Die hat da 18 Spuren oder so mit ganz kleinen Schnipseln gehabt. Ey, das willst du nicht machen. Das ist ein Scheißarbeit. Das glaube ich, das glaube ich. Und Christian Grasse von 4000 Hertz, der hatte auch mal von einem seiner Feature einen Screenshot, weil er meinte, es ist fast fertig. Ja, da kann ich mich erinnern, das war fürchterlich. Also, was heißt fürchterlich? Das war schon ein Kunstwerk, also, das Bild war schon ein Kunstwerk. Also, ja. Wie man damit klarkommt, ist mir ein ziemliches Rätsel. Da musst du, glaube ich, leidensfähig sein. Ja, das war eine schöne Übung. Hat Spaß gemacht. Hat auch erstaunlich viele Downloadzahlen. Es gibt immer noch Leute, da gehen immer noch die Downloads hoch bei diesen drei Folgen, interessanterweise. Die haben ziemlich eingeschlagen. Ah, ich hoffe nicht, dass es nur deine Frau ist übrigens im Chat hier. Da hat jemand geschrieben, ist aber echt gut geworden. Das kann ja nur deine Frau sein. Nee, das ist der Sascha. Danke. Aber ich hab halt eine Erfahrung gesammelt und ich hab schon noch Lust, sowas zu machen. Ich wollte gerade fragen, reicht dir dann jetzt die Erfahrung so, wie ich habe es einmal gemacht, habe 3 Episoden, ich weiß, wie schwierig das ist. Also ob ich es nochmal auf dem Kongress... Ob ich es nochmal auf dem Kongress mache, weiß ich nicht. Weil ich habe vom Kongress so wenig mitgekriegt, weil ich unterwegs war, um O-Töne zu sammeln. Ich musste ja ein bisschen rumgehen. Ich musste Stellen finden, wo ich Interesse bin. Jetzt kommt der Schasen auch noch an. Jetzt, wenn man vom Teufel spricht, kommt er. Und
Du kannst doch nicht vom Pfarrersgatten vom Teufel sprechen. Also doch, gleich schlägt dein Husum der Blitz ein. Das geht sich doch auf. Martin, das hebt sich doch auf. Das kommt doch plus minus null raus. Okay, nee, ach so. Aber, Neutralitätsgebot. Ja, ja, klar. Ja, das neutralisiert sich. Also ich habe vom Kongress so wenig mitgekriegt, weil ich rumgezogen bin und geguckt habe, ist das sozusagen O-Ton-reif? Kann man das irgendwie machen oder wie? Oder ja. Ich habe dadurch vom Kongress ganz wenig mitgekriegt. Aber der Erik schreibt ja, ich habe immer rumgemotzt, dass das Media CCC so langsam sei. Ja, das stimmt, weil ich den Stream nämlich dann, ich war nicht in einem Vortragssaal, dann habe ich den Stream geguckt und das auch nur gelegentlich und weil mir dann wieder die Zeit im Nacken saß, dann wollte ich das ja abends noch fertig haben. Ach ja, aber es hat Spaß gemacht, das zusammenzubosseln. Ich habe wenig vom Kongress, aber das kann man ja nachgucken. Atmosphäre habe ich aufgesogen, ja klar. Aber der Schaden dreimal im Dunkeln vor dem Mikrofon meinen Namen sagen, zack, bin ich in Chat. Großartig. Ach ja, super. So ist das. Wie wäre das denn, wenn du bei dieser Berlin-Flughafen-Eröffnungs-Pipapo... Ja, genau. Du nimmst mir den Gedanken weg. Genau. Ah, ja, ja. Okay. Ja, ich will ja nur was. Das ist nichts einreden. Also der wird nicht am Abend erscheinen, aber das ist eine Möglichkeit, sowas mal wieder zu machen. Ja. Ich glaube, die Community wäre dir dankbar. Vor allen Dingen, wenn viel schief geht und wir uns hier so richtig köstlich amüsieren könnten. Oh nee, ihr wollt doch das. Nein, nicht bei dir schief gehen, sondern bei den Tätigkeiten in Berlin. Du, ehrlich gesagt, mittlerweile habe ich mir das auch. Ich hatte früher so eine Phase, wo ich mich über jede Panne gefreut habe. Dachte, ey, Scheiße, kriegt ihr einfach nicht hin. Ihr kriegt es einfach nicht hin. Das ist so eine. Du kennst den Buback-Mod und die klammheimliche Freude, die da formuliert wurde. In dem Papier von den Studenten aus Göttingen, die den Buback-Mod in einer Studentenzeitung mit klammheimlicher Freude sahen. Diese klammheimliche Freude hatte ich gelegentlich, wenn es zu Pannen am BER an der Baustelle kam. Habe ich nicht mehr. Ich will, das Ding soll jetzt mal anlaufen. Fertig. Ja, irgendwann ist es. Ich gönne es auch dem jetzigen Flughafenchef, der sich da wirklich reinhängt. Komm, mach das Ding mal. Also ich gehe da nicht hin, um. Ich will mal sehen, was los ist. Aber du hast recht. Ah ja, nein, es nicht als Katastrophentourist. Klar, nein, das natürlich nicht. Es bietet sich natürlich an, darüber einen Podcast zu machen. Klar. Und ich meine, ein Mikrofon und ein Zoom umhängen im Sommer, das kann man auch mit Handgepäck noch hinkriegen. Hauptsache nicht singen. Warum denn nicht? Singen ist schön. Ja, aber nicht von mir. Singen kann jeder. Es hört sich halt nur unterschiedlich an. Aber ansonsten kann das jeder singen. Ja, nee, das aber, ist ein guter Hinweis. Also da werde ich mal sehen. Ja. Jetzt muss ich einfach mal wieder etwas abschweifen. Du sagtest gerade, ob ich die Leute den Podcast gehört hätte oder die Menschen, die sich über einen Mord klammheimlich gefreut haben. Das kriege ich nicht in meinen Kopf. Das war kein Podcast. Buback, der damalige Generalbundesanwalt Buback, ist von der RAF erschossen worden. Das weißt du noch. Ja. Und da ist im Tupa, ich meine, das hieß Tupamaro, in einem Magazin der Göttinger Studentenschaft ein Nachruf auf Buback erschienen. Und in diesem Nachruf war die Formulierung von klammheimlicher Freude über diesen Mord. Und das hat wohl auch eine Verurteilung gegeben oder frag mich nicht mehr nach Details, ist wirklich zu lange her, könnt ihr mal recherchieren. Okay. Aber diese Formulierung der klammheimlichen Freude, die passt halt öfter, ne? Die passte eben bei mir auch lange Zeit bei BER Baupannen. Aber jetzt mittlerweile, aber das ist ja ein ganz anderer Kontext. Also das Verwaltungsirrsinn oder auch Bauschlampereien, dass ich da schmunzeln kann, ist das eine, aber über die Ermordung eines Menschen. Nein, das wollte ich auch überhaupt nicht in Zusammenhang bringen. Ja, nee, das habe ich auch nicht so verstanden. Nee, also klammheimliche Freude ist halt ein Begriff, der mir da schnell einfällt. Man könnte auch sagen, so ein bisschen Häme trifft es vielleicht auch. Häme, Schadenfreude. Ja, ja. Aber erstaunlich, auch das kann sich erschöpfen. Dass man irgendwann sagt, so jetzt haben wir genug gelacht, jetzt aber mal. Sastikel hat den klammheimlichen Freude-Artikel schon. Super, danke, Lars.
spitzenmäßig. Der hat schon den Wikipedia-Link gepostet zu dem Fall. Hier wird der Karaoke-Podcast mit Frank vorgeschlagen. Finde ich auch nicht schlecht. In der Warteschlange am BER ein bisschen Karaoke singen. Und das auch. Der Sofa-Reporter soll sich mal auf seinen Eurovision Song Contest beschränken und hier nicht noch mit solchen blöden Blödsinnsideen rüberkommen. Naja, ist auch immer kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich kann mit Karaoke überhaupt nichts anfangen. Mein Sohn, ja, knapp über 30, die gehen mit Freunden abends zu Karaoke und haben einen Heidenspaß dabei. Wobei ich mich frage, liegt das am Gesang oder am Bier, dass die den Spaß haben? Ja gut, das eine bedingt möglicherweise das andere. Ja, ja, ja. Ja, ich habe im Sommer auch mal an einem Karaoke-Abend teilnehmen können. Also genauer gesagt habe ich den sogar selber organisiert. Bei mir würde ich sagen. Nee, es war tatsächlich meine Absicht, das zu tun, weil ich es mal ausprobieren wollte. Und das war eine Chorfreizeit und wir haben halt abends nach der Arbeit, nach der Probenarbeit, haben wir dann Karaoke gemacht. Eigentlich ja eine gute Zeit, auch mal aufzuhören mit dem Singen. Und das ist derartig abgegangen. Also das war völlig irre. Das war ein super Erlebnis. Naja. Wir denken alle mit großer Freude daran zurück. Also insofern, ja, kann funktionieren. Das fühlt sich nun irgendwie doof an. Ich hatte mit ein paar Leuten auch schon einen Bär-Testen-Podcast angedacht, das Artikel. Man könnte natürlich daran denken, dass sich da noch andere aus Berlin bewerben und man zusammen dahin geht. Müsste man den Termin kriegen. Müssten sie sich auch auf den Termin bewerben und den auch kriegen. Wir müssen mal gucken. Nee. Lars, bewirb dich doch. 28.07. Kannst du dich bewerben. Wir haben zwei Gästezimmer. Dann gehen wir da zusammen hin. Schauen wir mal. Es ist nur, es fühlt sich irgendwie geklaut an, obwohl es nicht ist. Wie, was fühlt sich geklaut an? Dass ich jetzt auch davon sprach. Es ist irgendwie jetzt. Ich meine, das ist halt nicht mit Martin über einen Kongress, das ist dann halt mit Frank durch einen Flughafen. Das wäre doch. Schauen wir mal, wie viele wir dann sind. Ja, ich sollte das vielleicht mal auf Twitter veröffentlichen. Vielleicht lesen dann ein paar und sagen, oh, an den Termin habe ich auch. Das wird ein Riesenrudel. Podcaster Flashmob. Das ist es doch. Ja. Alle zücken raus, auf Kommando. Alle, die da testen, sind alles Podcasterinnen und Podcaster. Apropos ja. Flashmob. 400. Apropos Flashmob. Allen Berlinern sei gesagt, dass morgen Abend um Mitternacht ein Flashmob vor der britischen Botschaft stattfindet. Man will sich dort treffen und Freude schöner Götterfunken singen. Ah. Macht es den Briten ruhig richtig schwer. Oh Mann. Der mal im Europaparlament schon gesungen, ja. Den Abschied, Freunde oder sowas. Nee, boah, ich habe so ganz wenige kurze Bilder gesehen und es lief mir schon die Gänsehaut rauf und runter. Ich glaube, ich kann das überhaupt nicht, ich kann da nicht hingucken. Dann also ich glaube, das ist die bescheuertste Entscheidung in der britischen Politik. Also mindestens in diesem, seit 1900 oder so. Also das ist sowas von beknackt. Naja, nee, wir schweifen ab. Der nächste Kongress beim BER, sagt der Sofa-Reporter, es gab ja schon mal die Idee, den Kongress wirklich auf der BER-Baustelle abzuhalten, damit der Flughafen fertig wird. Ja. Nachdem der Club dann raus ist, ist der Flughafen wirklich betriebsfähig. Alle Anzeigen laufen rückwärts. Ja, ja. Oder vorwärts, je nachdem. Nee, ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, wie das wird. Die haben ja in diese große Abflughalle, wo die Check-in-Schalter sind, da haben sie ja dann noch Verkaufspavillons nachgerüstet, die da gar nicht vorgesehen waren. Und ich frage mich wirklich, wie das mit dem Anstehen an den Schaltern werden soll. Wobei das ja auch nicht mehr so häufig vorkommt, weil die Leute ja online einchecken und sowas alles. Also du gehst ja heute nicht mehr, in den seltensten Fällen, gehst du ja mit dem Gepäck an den Schalter und checkst da ein. Aber das ist so eng in dieser Halle. Ich kann mich noch erinnern, als wir vor Jahren in Malaga waren und anstanden für den Rückflug, da fragte ich meine Frau, sag mal, was meinst du denn, wie lang ist denn die Schlange, die sich jetzt hier auf diesen
rechtwinklig auf diesen Schalter zugeht. Da sagte die 25 Meter, da sagte ich, siehst du, in Berlin haben wir 8 Meter zwischen Verkaufspavillon und Check-in-Schalter. Ui. Also da bin ich echt gespannt, wie das wird, wie diese Menschenströme laufen sollen. Und da finde ich 600 Leute pro Termin eigentlich fast ein bisschen wenig. Ja, aber sonst könnte es ja peinlich werden vielleicht, wenn es nicht funktioniert. Oder man fängt erstmal klein an. Dann wird es am Abend des 31. Oktober oder spätestens am 1. November peinlich. Ja, ja. Es ist alles total schwer. Ja, also wenn man was eigentlich komplett in die Buchse geplant ist, irgendwie retten will, ist schon nicht so einfach. Genau. Ja, ich sag nur Sperrenberg. Das wäre es gewesen. Ja. Aber es musste ja dicht an Berlin sein. Ja, damit ihr was von dem Lärm auch mitbekommt. Das haben Wovi und Platzek versemmelt, den Standort. Ja. Okay, wollten wir noch über das Podcasten reden? Ja, wir wollten über das Podcasten reden. Vor allen Dingen wollte ich gerne darauf hinweisen, dass ich eure letzte Ausgabe von Hör doch mal zugehört habe. Und du dich als Sendegartenhörer geoutet hast und gesagt hast, was schade ist, dass Sebastian und Lars immer so wenig sagen. Ja, und du hast dir auch schon vorgenommen, wie ich die reinkriege, die beiden ins Gespräch zu holen. Ja, und da habe ich auch versucht. Also ich meine, Lars merke ich ja, macht ja die Hintergrundredaktion. Ne? Der sucht ja die Wikipedia-Links und sowas zusammen. Großartig. Das stimmt, ja. Der schnellste Rechercheur dieses Teams. Ja, Sebastian hier. Kann ich dadurch reinholen, dass ich sage, was für einen Respekt ich vor seiner Software habe. Denn da wollte ich dich übrigens mal fragen, Sebastian, wie bist denn du auf die Idee gekommen, dieses Software Studio Link überhaupt anzugehen? Ja, also ich habe einfach gemerkt, dass es da ein Problem gab in der Community anscheinend und ich war sowieso auf der Suche nach einem Projekt. Damals ging das ja noch mit der Box los. Ja. Im Prinzip kann man das ganz gut nachhören in dem Lautsprecher-Podcast. Da habe ich mal ein bisschen ausführlicher, ich glaube eine Stunde oder anderthalb mit Tim drüber geredet. Da ging es auch so ein bisschen um die Historie. Ja. Ah ja. Habe ich mit Sicherheit damals gehört, weil ich habe alle Lautsprecher gehört, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Das habe ich. Guter Hinweis. Ja, suche ich mir raus. Das steht ja in diesem Internet. Ist ja auch in 500 Jahren noch da, hat der Herr Ja, klar. Versprochen. Und das wird auch in 500 Jahren noch gehört. Ja, mit Sicherheit. Ich weiß zwar nicht, wer seinen Server bezahlt, aber angeblich hat er das ja auch schon alles eingerichtet. Und dem traue ich das auch zu, dass er das irgendwie eingerichtet hat. Ich weiß nicht wie, aber möglicherweise schon. Jo, wollen wir langsam von der Gartenbank runter? Oder haben wir noch einen Aspekt? Ich frage mal an Lars oder an Sebastian, ob noch ein Aspekt in unserem Gast steckt, den ich noch nicht gesehen habe jetzt. Keiner, der mir jetzt einfällt. Nee, ich glaube auch, das war jetzt schon ganz, ganz gut behandelt, ja. Also. Ja, es war ein bisschen Opa erzählt vom Krieg, ne? Es ist so bei alten Männern halt einfach so. Och, du hast wurde ja hier im Chat auch schon auf einen damals TM-Podcast hingewiesen, wo ich bei Ayuvo zu Gast war. Da war Martin übrigens auch zu Gast, den haben wir auf dem 35C3 aufgenommen, über die Gadgets unserer Jugend. Der war toll. Das war witzig, der war gelungen, abgesehen von der Anmoderation, weil Ayuvo Dresden gesagt hat statt Leipzig. Werde ich nie vergessen. Dresden großartiger Versprecher. Ich hatte ja eher das Problem, dass wir in Leipzig immer die Halle gesucht haben. Also, weil Halle ist ja Nachbarort von Leipzig. Ja. Aber das Wortspiel haben wir auch schon totgeritten. Von daher brauchen wir das nicht weiter auszuwalken. Oh, guck mal, Sebastian, dein Fanclub ist aufgetaucht. Mit roten Herzchen für dich im Chat. Yeah. Cool. Ja. Danke, Frank, dass du den Sebastian zum Reden gebracht hast. Sofort ist der Fanclub da. Ja, es wird ja auch gesagt hier, Sebastian, so gerne reden, ja. Genau. Ja, ich finde ja sowieso, dass alle Podcaster eine super Mikrofonstimme haben, nur ich nicht. Ja. Super. Ich weiß nicht, also ich hatte
wirklich beim Abhören auch meiner drei Dinger da, beim Schnitt, ich hatte echt Schmerzen. Ja? Also ich musste mich da echt von mir selber lösen. Ich musste das neutraler sehen als irgendeine Stimme und fertig. Aber ja, mir kommt meine Stimme im Verhältnis zu den anderen auch immer blöd vor. Aber ja, ich sag ja. Und? Ich kann es ja nicht ändern. Was soll ich machen? Soll ich mich bemühen, höher zu reden oder etwas tiefer zu sprechen, damit es mir besser gefällt? Ja, ist doch total schwer. Also ich rede, wie ich richte. Kannst ja auch nicht rede, anders. Wie ich rede, und die anderen ertragen es offenbar seit mehreren 10 Dekaden, und dann ist es halt so. Und dann muss ich mir selber ein Freund sein. Und dann ist gut. Ja, es ist auch nicht nur die Tatsache, dass man eben es nicht ohne, dass man es ohne Körperschall hört. Das ist sowieso, man hört sich anders als andere Leute. Es ist nicht nur das, aber ich habe manchmal auch so das Gefühl, die Ansprechhaltung ist. Meine Frau hat neulich gesagt, du berlinerst ja gar nicht in dem Podcast, in euren Sendungen. Ich sage, nee, wieso soll ich denn? Ich rede einfach so, wie ich rede, fertig. Ja. Manchmal wäre ich ein bisschen schlampiger, ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen rotziger, aber was soll's. Also wie gesagt, alle Podcasts haben eine bessere Stimme als ich. Ja, das ist ohne Namen zu nennen. Wenn wir jemals eine Podcasterinnen- und Podcaster-Demonstration machen, dann kann jeder dieses Schild tragen, wo drauf steht, alle haben eine gute Stimme, nur ich nicht. Nur ich nicht, super. Okay. Schönes Schlusswort für die Gartenbank. Sehr schön, sehr schön. Dann gucken wir mal, was uns im Querbeet so erwartet. Technikthemen sehe ich im Querbeet im Moment nicht. Scheint nicht so viel los zu sein. Ja, dann sag mal was. Ich hätte ein Technikthema. Das Kammergericht in Berlin ist nicht arbeitsfähig. Ne? Die haben sich ein Emotet eingefangen. Ja. Und was mir in dem Zusammenhang auffällt und was mich wirklich auch stört, dass es offenbar nicht gelingt, den Journalisten klarzumachen, dass das kein Hackerangriff war, sondern dass das eine Schlamperei oder ja, vielleicht der IT, vielleicht auch eines einzelnen Benutzers war. Das ist natürlich eine Angriffssoftware in gewisser Weise. Klar, der Emotet ist ein Schädling, aber es ist in dem Sinne kein Hackerangriff. Ich bezweifle, dass man gezielt das Kammergericht angegriffen hat. Das bestreite ich. Dieser Emotet ist so breit gestreut. Die Uni Gießen hat es erwischt. Es hat Krankenhäuser erwischt. Die TU Berlin ist gerade noch so davongekommen. Ja, die streuen das Zeug einfach, die nehmen, was kommt, ja, der Beifang ist wie ich, irgendwas bleibt schon im Netz hängen. Und wenn du dann ein System hast, was nicht gepflegt ist, ja, dann fängst du dir halt so eine Situation ein. Und wenn ich die Doku, ich bin kein Freund von T- irgendwas. Ja, T-Systems, okay, hat die Forensik zu dem Kammergerichtsding gemacht. Wenn ich da lese, dass die Logfiles auf 128 MB beschränkt waren und die gar nicht weit genug zurückgucken konnten, ey, hör mal, was ist denn da für eine Kompetenz vorhanden? Das macht mir so Sorge. Die können den Fall gar nicht genau analysieren, weil die Logfiles zu klein sind. Ich meine, 128 MB Logfile bei so einer Einrichtung da vorne am Internetzugang zu haben, ist ein Witz. Backups sind auch nicht ordentlich gemacht und so weiter. Also da fällt es mir wirklich schwer, von Cyberangriff zu reden. Da finde ich, ist es eher hausgemachte Schlamperei. Ja, wie du schon sagst, es ist halt ein Schädling, der eindringt und dass jemand diesen Schädling, ja. Und dieser Schädling ist ja nicht, der ist ja nicht auf den Baum gewachsen, sondern der ist ja von irgendjemandem oder einer Organisation
in das Spiel hineingebracht worden. Also das ist ja kein organisch gewachsenes Irgendwas, so wie das jetzt in der wirklichen Welt, in der physikalischen Welt ist. Da entwickelt sich irgendein Bakterium und du gehst an jemanden vorbei, der Schnupfen hat, der niest dich an und dann hast du das Ding. Das ist dann auch kein Angriff auf dich, aber es ist halt so ein, sagen wir mal, ein natürlicher Prozess. Überall gibt's Schädlinge, die versuchen, unser Immunsystem zu knacken, und unser Immunsystem ist, wenn es gesund ist, stärker als diese ganzen Angriffe. Ja. Deswegen bleiben wir gesund. Sind wir mal geschwächt aus Alters oder Gründen oder sonst wie, dann ist sofort der Infekt da. So, genau. Das ist ja das Spiel. So läuft's ja in der Natur, und das kann man, dieses Bild kann man natürlich übertragen. Aber es ist kein gesteuerter Angriff. Was Sascha gerade im Chat sagt, ist richtig. Das hat er sehr gut ausgedrückt. Hat er eigentlich das, was ich vorhin kompliziert ausgedrückt habe, auf den Punkt gebracht. Er sagt, es ist sicher schon ein Angriff, nur kein gezielter. Genau. Es ist der ist breit gestreut. Der WannaCry ist auch breit gestreut worden. Deswegen hat es auch Krankenhäuser, Deutsche Bahn und sonst wen erwischt. Ja, das ist eine Schrotflinte. Ja, genau. Schrotflinte, das genau. Das ist eine Schrotflinte. Genau, das ist eine. Und das ist, die können auch sicher sein, dass irgendwo einer sitzt, der klickt. Ich kann nur sagen, Hirne hacken ist super. Der Vortrag von Linus, der zeigt nämlich die Schwachstellen im Kopf. Das Problem sitzt nämlich vor der Tastatur. In den meisten Fällen sitzt das Problem vor der Tastatur. Ja, wobei Bei derartigen Angriffen. Natürlich, wenn du eine DDoS-Attacke hast, da sitzt keiner vor. Ja, die kriegst du halt einfach drauf. Die kannst du auch technisch abwehren. Aber ja, wenn einer auf so eine Phishing-Mail reinfällt oder auf ein Attachment reinfällt, das kriegst du halt technisch unheimlich schwer abgeblockt. Es sei denn, wir lassen so ein Zeug überhaupt nicht mehr ins Haus. Indem dass die Systeme aber immer besser werden und real existierende Absender benutzen und teilweise auf real existierende Kommunikation referenzieren. So nach dem Motto, sie waren gestern bei uns im Hotel, aber sie haben, irgendwas nicht bezahlt oder so, klicken sie hier für weitere Informationen, und du warst tatsächlich gestern in dem Hotel, und die Kommunikation ist völlig ist plausibel, dass die dich anschreiben, weil vielleicht ist ja irgendwas tatsächlich nicht in der Abrechnung korrekt. Ich habe früher mal so einen Test mitgemacht vom BSI oder keine Ahnung, da wurden einem so 20 Mails eingeblendet und man sollte sagen, welche ist Phishing-Mail und welche nicht. Ja. Und das konnte ich relativ. So einen ähnlichen Versuch haben die an der TU Chemnitz auch mal gemacht, allerdings mit mehreren tausend Studenten. Das haben die, und dann haben die das anonymisiert ausgewertet. Da kam dann auch raus, dass die Professoren in den Sozialwissenschaften die schlimmsten Draufklicker waren. Aber diese neue Art der Verpackung, das ist nochmal eine neue Herausforderung. Also ich muss gestehen, ich hätte vor 2 Tagen ums Haar auf eine Mail geklickt, die mir angeblich von unserem IT-Team geschickt worden ist. Das war kein falsches Deutsch, das war alles sauber formuliert, das sah gut aus. Ich habe mir dann, ich habe gemerkt, ich war bereit zu sagen, könnte wahr sein. Also dieser Filter zu sagen, nee, das ist ja ganz klar, eindeutig Junkmail. Ne? Da brauche ich gar nicht drüber zu sprechen. Ja, und deswegen? Ich habe mir dann den Absender angeschaut. Ich habe einen Schritt mehr gemacht. Ne? Ich habe den Mailheader da so aufgeklappt und dann stand da irgendwas, was ich überhaupt nicht zuordnen konnte. Ja, und dazu ist Folgendes zu sagen. Ich habe da neulich mit einer guten Bekannten vom Deutschen Forschungsnetz gesprochen, die auch im Bereich Chaos macht Schule, Schülern und Eltern Weiterbildung macht, die sagt, ganz wichtig ist, Leuten, die IT-Systeme und Mail, vor allen Dingen Mail benutzen, einen Artikel zu verpassen, der da lautet, Header richtig lesen. Du hast heutzutage haben Mail-Programme die unangenehme Eigenschaft, die schreiben nur noch from Amazon Support. Da ist die Adresse gar nicht mehr zu sehen. Richtig, da musst du erstmal gucken, Sauerei. Dass du da hinfindest. Ja, so. Genau. Deswegen, in solchen Fällen, muss mindestens die Adresse stehen. Und wenn die gefälscht ist, was ja auch ohne Probleme, sage ich dir, nach 39 Jahren Erfahrung, möglich ist, dann muss ich in den Receive-Zeilen so gut sein, dass ich in den Receive-Zeilen weiß, ich muss die von unten lesen. Und wenn die Amazon-Mail von einem Rechner pillepalle.ua aus der Ukraine, wenn die da eingeworfen wurde, dann kann die nicht von Amazon sein, weil Amazon wird die nicht in der Ukraine einliefern. Ja. Und deswegen, es kommt unheimlich drauf an, die Leute zu schulen mit diesen Informationen.
sensibel zu werden und auch sowas zu verstehen. Ja, das ist keine Blackbox, geht nicht. Das ist zu gefährlich, an der Stelle alles anzunehmen, was da steht, ist alles richtig, alles wahr. Nee, da muss die Sensibilität geschärft werden, sowas zu hinterfragen. Und das machen die auch zum Beispiel auch im Chaos macht Schule. Da bringen sie den Kiddies das schon bei und nebenbei auch noch den Eltern. Also da einfach die Nerven oder die Wahrnehmung schulen. Wie kriege ich raus, ob das Ding wahr ist oder nicht? Ja, ich wollte und dann natürlich ein grobes Versagen der Mailprogrammersteller, da nur den Freeform-Name zu zeigen und nicht die Adresse. Also das war ja Unsinn. Ja, ist alles komplett. Dienstschwachsinn gekommen ist. Aber ich wollte im Prinzip so ein kleines bisschen die Person, die möglicherweise dafür gesorgt hat, dass der Virus ein Eingangstürchen gefunden hat, so ein bisschen in Schutz nehmen. Also man sagt natürlich, ist das Problem der User, ne? Also das Problem existiert zwischen Tastatur und Stuhl, der dumme User. Linus sagt warum ja auch, er ist auf ein Ding reingefallen, ne? Ja, es wird immer schwieriger und es wird schwieriger. Nicht so simpel. Ich werde gerade gefragt, warum signiert euer IT-Team nicht mit eindeutigem Kryptoschlüssel? Ja, gute Frage, wüsste ich auch gerne, aber es ist im Moment so und es gibt irgendwelche Argumente dagegen, ja. Also zu dem, was Zeisig hier fragt. Der Kampf ist noch nichts vorbei. Was Zeisig hier fragt, dazu kann ich sagen, es gab an der TU lange Zeit auch diese Frage, machen wir sowas? Und dann stellte sich halt raus, dann begann der Religionskrieg zwischen PGP und S-MIME. Ne? Auch schön. Jo. Und dann hat man den Versuch gemacht, allen mindestens den TU-Mitarbeitern über die DFNCA Zertifikate zu verpassen. Das ist schlicht und ergreifend daran gescheitert, dass die Sekretariate und andere Leute gesagt, was soll denn das hier? Bla, ich habe keine Lust, mich jetzt mit Zertifikaten zu beschäftigen. Ich muss meine Linguistikvorlesung vorbereiten. Der Krieg ist gerade schon im Chat ausgebrochen. Sofort gab Zeisig hat gesagt, ja, PGP, ganz klar, und Schiller, nein, S-MIME. Ja, also ich sag da jetzt gar nichts zu. Nein. Wir sind ja auch jetzt hier nicht der Hirnehacken-Podcast, nur das Problem existiert und da draußen tobt gerade eine Welt und wahrscheinlich werden uns unsere tollen technischen Systeme gar nicht so ferner Zukunft, gar nicht mehr so. Ey, weißt du, wenn ich diesen Kampf PC zur Verfügung stehen. S-MIME sehe. Oh, sorry, ich bin an mein Mikrofon gestoßen. Das sollte natürlich einem Profi nicht passieren. Wir sind doch Feierabend-Podcast. Da rollt eine Welle auf uns zu und wir überlegen noch, welches Kaliber nehmen wir denn jetzt zum Zurückschießen oder mit was wehren wir uns denn jetzt? Da diskutieren wir jetzt erstmal. Ja. Ja, können wir noch 10 Jahre diskutieren. Bis dann ist alles in Schutt und Asche gelegt. Oje, oje, oje. Ja, also ich glaube, das ist vielfach einfach, ja, da wird mit der Schrotflinte geschossen, irgendwo finden wir schon was. Ja, passiert ja auch. Ich meine, wenn es darum geht, Bankinformationen abzugreifen, da findest du an jeder Institution jemanden, der von seinem Dienst-PC aus Online-Banking macht. Da findest du immer. So, kann man von ausgehen. Ach, ein schönes Aufregerthema. Nehmen wir lieber was ganz Ruhiges. Ja. Reden wir doch mal über den Deutschen Podcastpreis. Wuhu! Lars! Was denn? Your Job! Wieso? Na, du wolltest den noch im Auge behalten. Ja, es ging um einen bestimmten Tweet von Tim heute, den ich bis jetzt immer noch nicht verstehe. Also Deutscher Podcast-Preis, vielleicht sollten wir nochmal eben anfangen, um was es handelt. Ja, fangen wir mal vorne an, genau. Irgendwie, ich glaube, 13 mehr oder weniger bekannte Einrichtungen haben gesagt, wir machen jetzt den Deutschen Podcast-Preis. Und Menschen konnten sich mit ihren Projekten dort quasi bewerben. Ich glaube, mit einem 5-Minuten-Schnipsel, den man selber für die besten 5 Minuten hält. Kannst du dir vorstellen, was Tim durchhören müsste, um die besten 5 Minuten zu finden? Oder Holger mit seinen 1039 Vrint-Ausgaben? Da hat man schon was vor sich. Ja, ist ein Witz.
Naja, auf jeden Fall wurden die jetzt eingereicht und es gibt zwei Punkte, die mir aufgefallen waren. Also zum einen gab es eben einen Tweet, den ich selber irgendwie jetzt nicht so besonders glücklich formuliert fand. Nämlich, die haben getwittert am 20. Januar, jemand auf der Suche nach einer Liste mit den plus 500 besten deutschen Podcasts. Hier entlang, das Publikumsvoting ist offen. Und verknüpft war damit dann noch ein Bild, wo dran steht, alle nominierten Podcasts für 2020. Und ja, das erscheint mir persönlich, ich sehe dieser ganzen Podcast-Preisgeschichte ja, ne, das kann gerne an mir vorbeilaufen, aber das fand ich trotzdem irgendwie sehr unglücklich. Zum einen nominiert, naja, wenn ich mich selber bewerbe und stehe auf einer Liste, bin ich dann nominiert. Da kannst du doch den Begriff nominiert nicht nehmen. Es sei denn, du sagst, okay, ich habe mich selber nominiert. Ja, aber es ist ich finde es zumindest, keine Ahnung, ob Absicht oder Unabsicht, ich finde es irreführend. Und die Sache mit den plus 500 besten Podcasts, 500 Projekte, die von ihren Machern dort eingereicht wurden. Das heißt, wenn also irgendjemand irgendwas einreicht, ist man auf der Liste der plus 500 besten deutschen Podcasts. Ich finde das ziemlich schräg. Und die andere Geschichte, die mir aufgefallen war, dass jemand also getwittert hatte. Ich mache das gerade nochmal eben auf. Also ich höre es und seit 10 Jahren leidenschaftlich Podcasts. Meine Favoriten kann ich in eurer Liste aber nicht finden. Was ist mit Vrind.de von Holgi, der mir im Freakshow und den anderen Shows von Tim Pridloff, dem Clean Electric Cast oder Bits und so, enttäuschend. Und daraufhin hatte Tim getwittert, nämlich gerade erst heute, die drin waren, habe ich entfernen lassen. Und Holgi fragt, konnte man auch fremd nominiert werden? Und leider blieb diese Sache jetzt irgendwie unbeantwortet. Ja, ob man ich habe mich gefragt, ob es im Falle von Tim irgendwie den Konstrukt gegeben hat, dass eine der auftraggegebenen Institutionen etwas eingereicht hat. Tim hat es wieder runtergenommen. Ich habe aber keine Ahnung. Da gab es eine Vorgeschichte. Also vor einer Woche oder so unsere kleine Welt war tatsächlich nominiert und nicht von Tim selbst, sondern da war, glaube ich, selber sehr erstaunt und die haben das dann rausnehmen müssen. Aha. Also ich weiß auch, dass einer seinen Podcast, der auch fremd nominiert war, hat rausnehmen lassen unter der Prämisse von Springer nehme ich keinen Preis an. Aber so wie sich Tims Tweet liest, scheinen da sogar mehrere von ihm dann nominiert worden zu sein. Ja, habe ich auch so verstanden. Ja, aber wenn man dann auch die besten 5 Minuten, da hat also irgendjemand dieses Ding nominiert und einen Zusammenschnitt mit eingereicht. Also irgendwie kriege ich das Ganze in meinen Kopf. Also es war zumindest, ich weiß nicht, gibt es da ein zweigleisiges Modell, dass es auch so einen zweiten Preis mit Publikumsbewertung gibt? Also es gibt ein Publikumsvoting, aber soweit ich weiß, bezieht sich das auf diese Einreichungen. Also sonst hätte ich da etwas grundlegend falsch verstanden, aber ich lasse mich da wirklich gerne korrigieren. Ich weiß es auch nicht genau. Also ich weiß nur, dass vor einer Woche halt, das ist mir aufgefallen. Ich habe die Seite auch gesehen, also da UKW war tatsächlich war nominiert und das hat Tim dann entfernt. Darauf haben die auch geschrieben, dass das entfernt worden ist. Aber der Hintergrund, wie das dort überhaupt reingekommen ist, weiß ich leider auch nicht. Ja, die verstehen da und ich meine, da kommt doch sowieso wieder Fest und Flauschig und irgendwas anderes von irgendeiner Medienbude kommt doch da sowieso wieder raus. Also anfänglich habe ich mich noch über das Ding aufgeregt, aber mittlerweile ignoriere ich das Ding. Ich weiß nicht, also lass die, weißt du, ich sehe, wir haben irgendwie zwei Welten. Wir haben diese freie Welt, die wie Martin und wie wir hier beim Hör doch mal zu, einfach aus Spaß das in die Welt pusten. Und wir haben andere Leute, die meinen, damit Geld verdienen zu wollen. Das sind zwei Welten, ne? Naja, aber wie Lars sagt, man muss dann vielleicht schon auch beim Wording ein bisschen bei der Wahrheit bleiben und nicht so aus Marketinggründen das jetzt so vereinfachen, dass es tatsächlich auch falsch ist. Ist einfach falsch. Ja, du,
Martin, du weißt, aus Marketinggründen wird der größte Unsinn erzählt. Ja, aber das darf mich trotzdem ärgern. Ja, klar. Linksdrehende Milchsäuren. Was hat denn der Sastik? Ah ja, UKW. Hm? Könnt ihr uns bitte von der Seite nehmen? Haben sie getwittert, wie wir dahin und wie wir dahin gekommen sind? Danke. Okay, danke für den. Wir arbeiten dran. Können wir uns per DM melden, um zu klären, wer euch nominiert hat? Das wäre jetzt an Sache von Tim, diesen Fall dann öffentlich zu machen. Und zu sagen, die haben mir geschrieben, der und der hat mich eingereicht. Ja, leider so ein Thread, der dann plötzlich abbricht. Ja, wird er nicht machen. Das ist, nein. Ah. Wird er nicht, nein. Also das ist für ihn, glaube ich, geklärt. Hat ich jemand hatte mal ja auch, bei FÜV nachgefragt, wie viele Podcasts es in Deutschland so gibt? Alleine nur die, die nur ein RSS-Feed haben, würde mich schon mal interessieren. Es gibt ja welche RSS-Feeds, sind dann trotzdem bei Spotify und so. Aber nur mit einem RSS-Feed. Das würde mich mal interessieren, wie viel es da gibt. Das wäre mal eine Frage an Easy. Tja. Naja. Aber irgendwie das Thema ist an Geld und Podcast, Podcast und auf. Preis. Podcast und Preis ist. Das ist schon. Man kann es machen, wie man will. Ich glaube, es ist zum Scheitern oder zur Ablehnung verurteilt. Ganz merkwürdig. Es liegt kein Segen drin. Aber im Podcast-Verein und Podcast, wie hieß das andere noch? Früher damals gab es doch Podcast-Verein und Podcast. Das gab es doch zwei konkurrierende Vereinigungen vor, wann war denn das? Vor 20 Jahren? Das hat auch schon nicht funktioniert. Also es ist, ach ja. Vielleicht funktioniert das bei Podcasts wirklich nicht, wegen dieser zwei Universen, die da nebeneinander stehen. So sehe ich das. Also ich sehe da zwei Universen. Tja. Und das ärgert mich deswegen auch nur, wenn die Presse bei Podcasts, wenn sie mal das Thema Podcasts aufgreifen, dann schreiben sie, ah, die Zeit hat einen Podcast und hier der Stern hat jetzt einen Podcast. Und die und die Zeitung, die machen jetzt einen Podcast. Ja, das ist mir die Tage so aufgegangen, ne? Wenn die mir wenn ich Tagesschau gucke und sagen, ja, weitere Informationen erhalten Sie auf tagesschau.de. Da kann ich dann noch weiter nachlesen. Ja. Und die Zeit kann ich dann Nachrichten hören. Das heißt, ich kann Fernsehen lesen und Zeitung und die Faz hören. RBB ist das Zeitungshörer. Das muss dieses Disruptive sein irgendwie. Das hat es mir wirklich nicht gegeben, Zeitungshörer Martin, zu sein. als ich anfing mit Audio mich zu beschäftigen, hatten wir vorhin, da waren die Nachrichten 10 Minuten lang. Heute sind die Nachrichten im RBB auf Radio 1, waren sie mal 5 Minuten, jetzt sind sie 3 Minuten und am Schluss heißt Näheres auf rbb24.de. Ja, das ist schlimm. Dann schafft sie bitte ganz ab. Ja. Dann schafft sie bitte ganz ab. Weil 3 Minuten Nachrichten sind's nicht. Ja. Wir lesen euch die Inhaltsverzeichnis unserer Webseite und vor. Und die Details, die Inhaltsverzeichnis der Webseite. Zu weiteren Nachrichten hier entlang. Ist ja fast wie unsere Terminliste hier. Genau. Da musst du musst schon hingehen, um zu wissen, worum es eigentlich geht. Mehr verraten wir nicht. Ja, ich sag ja auch jedes Mal, weitere Infos gibt es im Termin-Wiki im Sendegate. Das ist eigentlich auch nichts anderes, oder? Ja, wir sind ja kein Nachrichtenformat. Wir sind ja nur ein Hinweis. Wir sind ja nur ein Wegweiser. Du bist dann bloß ein Pointer. Du bist ein Master of Pointer. Genau. Weißt du mal, Leute, ich stelle mir so eine ältere Dame vor, die hört Radio. Und für die ist das Radio eine Informationsquelle. Ne? Weil die hat kein Internet, mit so einem neumodischen Scheiß beschäftigt die sich nicht. Und dann hört die Näheres auf rbb24.de und dann sagt die, wo, wie, was? Wo ist denn der Laden? Wo soll ich denn da hingehen? Das geht nur bis 85,5 runter, ne? Ja.
Ja, weißt du, also einerseits sagen sie, die älteren Leute sind die Einzigen, die linearen Medien noch nutzen. Ja? Und dann hauen sie denen so vor den Kopf. Ja, alt werden. Dann bedient die doch ordentlich. Dann bedient sie ordentlich. Ja, Seniorensender mit langen Nachrichten. Das wäre doch mal was. Vielleicht ja, aber möglich noch in einfacher Sprache. Nee, das war jetzt, langsam gesprochen und also in Großschrift gesprochen sozusagen. Oh, jetzt werde ich langsam. Nee, aber wirklich, das hat mich geärgert. Das machen die jetzt, ich glaube, seit diesem Jahr machen die das. Nachrichtenblock nochmal gekürzt. Und dann Hinweis. Das hat mich damals schon, ich habe vor vielen, vielen Monaten habe ich mal so ein Radiopraktikum gemacht bei dem örtlichen Dudelfunker hier. Und die hatten immer in den Halbstunden-Nachrichten, hatten sie dann irgendwie auch so angeteasert, was denn dann alles in der vollen Stunde Nachricht gebracht wird. Ah, ja. Also in 30 Minuten reden wir über die spektakuläre Entführung von oder was weiß ich. Ja, weißt du, was das ist? Geldraub von. Wo ich dachte, ja, ihr Abend. Ihr Geigen, ja, ihr habt Informationen, ihr macht mich neugierig, ich sage erst 30 ja, Minuten. Das ist ja der Sinn der Sache. Euren Quark. Das hat ja Holgi mal erklärt. Das ist ja, besonders stark bevor die Medienanalyse läuft, ne? Damit du dann dranbleibst und wenn du angerufen wirst, sagst, oh, ich habe den Sender als letztes gehört. Und dann wirst du für den gezählt. Das ist üblich. Das macht mich auch, finde ich, absurd. Aber übrigens, das gibt's im Deutschlandfunk auch. Habe ich heute erlebt. Nach den Nachrichten vertiefen wir dieses Thema in unserer Sendung sowieso. Ja. Das ist ein zarter Hinweis. Ja. Das lasse ich auch noch durchgehen. Das andere ist sowas ähnliches wie Clickbait. Das andere ist sowas wie Clickbaiting. Genau. Ja? Gesprochenes Clickbaiting, genau. Ja. Übrigens weisen die im Laufe des Tages im Deutschlandfunk-Tagesprogramm, was bei mir immer läuft, öfter jetzt auf den Podcast der Tag hin. Eigenwerbung. Ja, ist anscheinend jetzt legal geworden, auf ein Angebot hinzuweisen, was nicht im linearen Programm auftaucht. Scheint so. Das ist ja, also da muss ich irgendwas im Rundfunkstaatsvertrag geändert haben. Ja, ich habe es immer noch nicht, ich wollte das immer mal recherchieren, aber habe es immer noch nicht. Ah, wir können ja mal die Hörerschaft anspitzen. Falls das irgendjemand in kurzen Worten erklären kann. Also genau, schreibt es doch mal oder macht einen Audiokommentar. Gerne auch auf die Voicebox hier. Ihr wisst ja, unsere Sortiermaschine, wie heißt das Ding? Erntemaschine ist immer bereit, auf zwei Minuten Kommentare anzunehmen. Sascha hat es aufgeklärt? Nee, Sascha hat was rausgekriegt. Zu den Feeds in Fütt gibt es hier einen kleinen Anhaltspunkt, wie viel das sind. Nicht nur Deutsche, aha. Und Shelter sagt, lineare Medien, der Trend geht zum Beispiel zum Teil wieder dahin, Games-Streamer, die auf Twitch zu einer bestimmten Zeit senden. Ja, das ist, es ist auch so lustig, ne? Also der neueste Schrei ist ja irgendwie, sich Sprachnachrichten über WhatsApp zuzuschicken. Ja. Der eine spricht, dann schickt das ab, dann spricht der andere. Das Telefon und schickt das mit ab. Großem Delay, Martin. Ja, ich denke auch. Das hatten wir doch schon mal. Das hatten wir schon mal ohne Delay. Miteinander kommuniziert. Ja, genau. Das wird jetzt gerade neu erfunden. Das ist absurd alles, aber schön. Ja, gut, dann erfinden wir halt das Rad nochmal neu. Machen wir es nochmal rund. Ja. Ach ja. Es ist so witzig alles. Herrlich. Na gut. Ich habe nichts mehr im Querbeet. Habt ihr noch was Spontanes? Nee. Ich nicht. Okay. Ich habe mich bei Sebastian. Dann kommen wir jetzt zu dem, was Lars gerade angesprochen hat. Zu unserem Blühkalender. Und da gebe ich zu unserem Clickbait-Beauftragten Lars weiter. Ja, ihr werdet kaum glauben, bei Termin Nummer 4 musste ich weinen. Podcast-Termine der nächsten. Sorry. Podcast-Termine der nächsten 3 Monate. Die Quelle ist wie immer das Termin-Wiki im Sendegate. Nach den Nachrichten kommen da weitere Informationen. Am 31. Januar gibt es den Pod-Äppler. Der findet nun in unterschiedlichen Städten statt und dieses Mal ist dann Mainz dran. Da trifft man sich im Haddox um 19 Uhr. Am 6. Februar ist dann das Podcast-Meetup Düsseldorf. Das findet statt im Super 7000. Beginn ist auch hier um 19 Uhr.
Ab dem 8. Februar gibt es bei Berlin Podcasting den Workshop Beer Radio Podcasting Intensive. In dem Workshop soll man dazu angeleitet werden, einen eigenen Podcast zu produzieren, und als Resultat soll am Schluss eine erste eigene fertige Episode dabei rauskommen. Der Workshop läuft über mehrere Tage bis Ende Februar. Infos gibt's im Meetup Berlin Podcasting. Auch in Berlin Berlin Podcasting in dieser Meetup-Gruppe, da gibt es am 13. Februar das February Berlin Podcasting Meetup. Das ist im The Venue Berlin und beginnt um 18.30 Uhr. Angesetzt sind hier auch mehrere Vorträge. Dann gibt's wieder das Funheim, dieses Mal am 15. Februar in Mannheim. Los geht's mit einem Treffen um 10 Uhr in der Dynamostraße. Über den Tag werden dann das Technoseum und das Planetarium besucht. Infos gibt's hier im Web unter funheim.unterhaltungszimmer.de. Da haben wir es wieder mit unseren Hinweisen, ne? Von Mannheim geht's dann nach Hannover. Da trifft man sich am 17. Februar von der Hannover Podcasting Meetup Gruppe. Beginn ist um 19 Uhr im Restaurant Goldmarie. Das Podcasting Meetup Österreich trifft sich dann auch wieder, dieses Mal am 18. Februar im Global 2000 oder Global 2000, keine Ahnung, Global 2000, keine Ahnung, wie man sprechen soll. Eine dieser vielen Möglichkeiten. Beginn ist hier um 19 Uhr. Dann geht's in die Schweiz, genauer gesagt, da geht's nach Bern. Vom 21. bis zum 23. Februar 2020 gibt es das 10. Sonor Radio und Podcast Festival. Dazu gehören Wettbewerbe und Workshops. Veranstaltungsorte sind hier das Kino Rex und das Museum für Kommunikation. Dann geht's nach Leipzig zum Leipziger Podcast Meetup. Das gibt es wieder am 26. Februar. Beginn ist um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Und dann sind wir auch schon im März. Am 19. wird der Deutsche Podcastpreis verliehen. Den haben wir gerade schon lobend erwähnt. Und das Ganze findet statt im Festsaal Kreuzberg in Berlin. Dann, bevor der Brexit jetzt endgültig vollzogen wird, gibt es da auch noch mal was. Am 28. bis zum und 29. März gibt es das Podfest Birmingham. Zu aller Überraschung in Birmingham. Das Podfest fasst eine Reihe von Einzelveranstaltungen zusammen. Veranstaltungsorte sind hier die Town Hall und die Symphony Hall. Dann springen wir nach Portugal. Da gibt es in Lissabon vom 29. bis zum 31. März die Radio Days Europe. Infos gibt's unter radiodayseurope.com und man merkt es am Namen schon, da gibt es einen ordentlichen Radiobezug, aber auch Podcasting wird hier Thema. Dann gibt's noch Podruhr, das findet statt am 3. April um 19 Uhr, dann nochmal im Raum 158. Weitere Infos gibt's hier unter podruhr.de. Und zum Schluss gibt's noch einen Termin in Frankreich, nämlich in Rennes, nämlich das Podrennen. Das findet statt am 11. und 12. April. Das Programm ist da noch in Vorbereitung. Ja, und wie schon ein paar Mal erwähnt, im Sendegate-Wiki über die Termine gibt's weitere Infos zu den Veranstaltungen und auch die ganzen Links, die ich nicht vorgelesen habe. Und es ist ein Wiki, das heißt, weitere Einträge sind dort möglich. Einfach ergänzen, dann ist es beim nächsten Mal hier mit dabei. Wow, wunderbar, dankeschön. Die kleinen Einstreusel finde ich großartig, großartig. Sag mal, sowas wie dieser Birmingham-Termin, der war das letzte Mal drin, ne? Wieso? Wegen Brexit meinst du? Ja. Tja. Sie nicht provozieren. Oh. Nee, vielleicht kommst du jetzt einfach ignoriert. Das war... Vielleicht kommst du rein, aber nicht wieder raus. Sehr schön. Nee, ich hatte ja selber schon einen Brexit-Spruch eingestreut. Also von daher, alles gut. Ja, Leute, das sind nur noch so 26 Stunden, ne? Dann sind die raus. Es ist jetzt 22:30, 25,5 Stunden. Ja. Mein Leben wird sich jetzt nicht dramatisch ändern. Also, nee. Nee. Ich habe jetzt von irgendeinem schottischen, also ein Bürger, ein Mensch mit schottischem Pass ist in irgendeiner deutschen Stadt Bürgermeister und er muss dann in dem Moment das Amt abgeben, weil dann kann er, also wenn er kein EU-Bürger mehr ist, kann er kein Bürgermeister mehr sein. Also beim ersten Lesen habe ich gedacht, oh, das ist aber echt blöd. Und dann habe ich aber gedacht, meine Gott, die Diskussion darum ist jetzt so lange, also wenn es ihm wirklich wichtig ist, Bürgermeister einer deutschen Stadt zu bleiben,
hätte er sich dann nicht vielleicht auch um den deutschen Pass bemühen können? Ja, das haben ja andere auch gemacht. Ja, eben, ne? Also hält sich jetzt mein Erschrecken auch ein kleines bisschen in Grenzen. Ja. Also, es ist Mitleid habe ich da auch nicht dann. Nee, also. So. War als Schlagzeile natürlich, hat es funktioniert. Ja, hat super. Als Clickbait taugt das immer noch. Ja, super, ne? Ja, aber eigentlich bei der zweiten Nachdenken, ja, komm, so heiß ist das Eisen jetzt auch nicht, was ihr damit da verkaufen wollt. Naja. Gut. Ich habe noch 2 bis 3 Setzlinge mitgebracht, aber keine Ausschnitte. Aber sagen wir, werden wir trotzdem erwähnen. Lass uns mal eben in die Setzlinge gehen. Da habe ich eine Frage gehört hinter der Musik. Was Setzlinge, sind Setzlinge ist was anderes als Blütenschätze, ne? Ich sollte nämlich Blütenschätze mitbringen. Ja, richtig. Setzlinge sind was anderes. Setzlinge sind Projekte, die am Anfang ihres Lebens stehen. Also die quasi so, noch ganz klein sind. Siehst du, ich habe mich nämlich gefragt, ich habe eigentlich im Garten hier gar nichts zu suchen. Ich bin nämlich absolut kein Gartenfritze. Meine Frau sagt immer, du kümmerst dich überhaupt nicht um den Garten. Der Garten ist dir völlig egal. Ich sag mal, ich bin in einer Mietwohnung aufgewachsen. Ich hatte keinen Garten. Bestenfalls ein Blumentopf und da ist auch schon mal alles tot. Ja, wir hatten 3 Blumentöpfe hinten auf dem Balkon. Ja, 3 Blumenkästen, ja. Ja, ich will nur erzählen, ich habe eine Parzelle irgendwo in einer Kleingartenkolonie, weil die sind ja auch in Berlin unheimlich schwer zu kriegen. Ich habe aber auch aufgegeben, hier Zimmerpflanzen oder so hinzustellen. Die gieße ich. Aber manchmal kann man auch nicht pflegen. Ja, genau. Also manchmal wächst es ja auch ganz gut, manches ist ja sehr robust, aber dann wird das auch immer größer und irgendwie, also ich hatte irgendwann mal Blumen, die ich nur mit mir herumgeschleppt habe und gepflegt habe, weil ich Mitleid mit ihnen hatte und die standen aber fürchterlich im Weg rum, aber ich hatte so viel Mitleid, dass ich sie jetzt auch nicht wegwerfen wollte und das war also dieser ganze Krampf, der hat mich irritiert. Nee, also ich habe damit nicht so. Ja, genau. Ich habe jetzt beschlossen, keine Tiere, keine Pflanzen. Und das geht. Also außerdem hier. Vor ein paar Tagen habe ich hier so gehört, in meiner Umgebung, der Apfelbaum müsste beschnitten werden. Ja, habe ich gedacht, mach doch. Müsste, genau. Ja, weil wenn ich es mache, mache ich es ja falsch. Ich habe ja keine Erfahrung. Ich bin ja kein Gärtner. Das ist ja das Problem. Ja, dann machst du es doch nur einmal. Ist doch gut. Ja, das ist okay, also Setzlinge, komm Martin, ich will dich nicht aus dem Konzept bringen, Setzlinge. Ach, das mache ich schon alleine, das brauche ich keinen anderen für. Okay. Gut, also, wir alle haben spätestens beim 36C3 festgestellt, oder auch schon beim 35C3, dass es Menschen gibt, die Waffeln backen. Das C3 VOC, also das WOC, Waffle Operation Center, hatte ja aufgemacht und es ist kein echter Setzling mehr. Ich glaube, die haben schon so um die 10 Episoden oder so. So genau habe ich jetzt gar nicht recherchiert. Es gibt einen Podcast parallel zu diesem Projekt und der heißt Das heiße Eisen. Ich finde diesen Namen so beneidenswert, wer auf diesen Namen kommt, ja. Ja. Hört aber diese Kreativität beneide ich Leute. Zu finden ist er allerdings unter podcast.c3vog.de, aber der Podcast selber heißt Das heiße Eisen. Podcast über Waffeln und das C3 VOG. Finde ich großartig. Ja, da wird dann inhaltlich, also was kann man so verbacken, wie kann man vegane Waffeln machen, wo bleibt der Teig eher kleben und wo nicht und welche Geräte kann man überhaupt benutzen. Großartig. Lars, hast du was davon gehört? Ja, also erschienen ist die erste Folge schon im vergangenen Juni und seitdem gibt es, also sind 5 Folgen erschienen insgesamt und was mir an dem Projekt sowieso gut gefällt, ist also eine gewisse Affinität zu Wortspielen. Also das heiße Eisen finde ich einen wunderbaren Titel, aber auch so diese ganze, ne, vorne oben steht zum Beispiel im Header der Webseite auch Waffelstillstand und so, das ist, ich mag diesen ganzen Blödsinn, den die da veranstalten. Ja, finde ich. Ist mir an der Stelle auch viel wichtiger als die Waffel selbst. Ich bin kein Waffelfan. Aber du hast recht. Oh, doch, diese Wortspiele. Dann nehme ich deine. Ja, ich wollte gerade sagen, dann gib sie her. Also ich trete hiermit für folgende Kongresse mein Waffelkontingent an euch ab. Juhu. Übrigens, apropos Wortspiele, Martin ist da auch gut, ne?
Nein, nein, du kannst kann auch gar nicht. Doch. Ich habe jetzt kein Beispiel parat, aber es gibt Tweets, da sage ich mir, oh Mensch, super. Ja, ja. Du kannst da ich auch. Ich habe einen. Ich weiß nicht, ob die immer Ballhorn die, und sowas, das kriegst du gut hin. Ich habe da ein Spaßzwang, habe ich das mal genannt. Also das ist so eine Zwangshandlung. Dann, wenn ich irgendwas sehe, dann muss ich das irgendwie verdrehen, ob es lustig ist oder nicht. Egal. Also ja, es kommt aber meistens lustig an. Danke, das beruhigt mich. Okay, der nächste Podcast, der ist tatsächlich ein Setzling. Der hat sich nämlich erst jetzt am 36C3 sozusagen gegründet und gebildet. Das ist der Erklärmal-Podcast. Der Christian vom Kohlenpott-Podcast wollte ja ein Nachfolgeprojekt machen schon vor einem Jahr. Das hat aber eine gewisse Reifezeit gebraucht, beziehungsweise er brauchte eine gewisse Erholungspause, hat aber jetzt tatsächlich dann mit einem Nachfolgeprojekt weitergemacht und das ist der Erklärmal-Podcast. Der hat einfach den Slogan, ich lasse mir Dinge erklären. Und er hat sich zum Beispiel vom, Gott, wie heißt er denn jetzt mit dem Mikroskopen, das Mikroskop erklären lassen. Sag mal, oh, das kann nicht wahr sein. Ich habe das Augen, Ich war jetzt abgelenkt. Wie war die Frage? André Lampe. Falls du den Namen suchst. Ja, danke. Ach super, ihr seid gut. Tut mir leid, André. Ich habe dich gerade. Ich sehe dich vor Augen, aber mir fällt der Name nicht ein. Mir ist die Lampe nicht angegangen. Gut. Der Christian macht einen Podcast, wo er sich Dinge erklären lässt. Die erste Folge klingt ein bisschen seltsam, ein bisschen rauschig, aber vielleicht lässt er sich ja auch nochmal das Rauscharme aufnehmen erklären. Das kann ja auch nicht schaden. Und noch nicht selber gehört, aber schon empfohlen bekommen, habe ich einen Podcast, der heißt Scheiße gebaut. Und das ist es geht um Jugendstrafrecht oder Jugendrecht. Ah ja, von dem habe ich auch gelesen. Der ist empfohlen worden vom Rantoron, hat uns reingereicht. Die beschreiben sich selber als wir sind zwei. Matthias ist Podcaster, Wissenschaftler und Medienmensch. Maria ist Juristin und arbeitet als Jugendrichterin. Ab Januar 2020 machen wir einen Podcast über Jugendkriminalität und Jugendstrafrecht. Zur allerersten Folge geht es hier entlang. podcast.jugendrecht.org. Und es ist von dem Dirk Prims auch schon empfohlen worden, habe ich gelesen die Tage. Das klingt aber auch interessant, ne? Glaube ich, dass ich den hier auch ungehört mitteilen kann. Oh, es fängt an zu regnen. Scheiße gebaut. Oh, es plattert aufs Fensterbrett. Hört man das? Oh. Bei mir, oh, es regnet. Nee, müsste man eigentlich hören. Na gut, Richtmikro, sei gelobt. Also da mal die Nase reinzustecken in Jugendstrafrecht oder Jugendrecht. Ja, finde ich interessant. Ja. Finde ich auch ziemlich interessant. Also da bin ich echt neugierig drauf und ich möchte meine Neugier einfach mit euch teilen hier. Sehr gut. Gut, das waren die drei Setzlinge. Diesmal ganz kurz und knackig. Und ich lese im Chat noch eine kleine Korrektur zu dem, was ich gerade einfach so aus der hohlen Hand behauptet habe, nämlich, dass ein schottischer Bürgermeister in Deutschland sich mal eben einen deutschen Pass besorgen könnte. Das scheint wohl nicht so einfach zu sein. Lars, du hast da irgendwas gefunden? Kannst du das noch ein bisschen korrigieren? Geht an der Stelle jetzt nicht um den Vorgang, einen deutschen Pass zu kriegen. Ich schätze, wenn du so lange hier bist, wird das wohl nicht irgendwo nicht so schwierig sein, den Pass an sich zu bekommen. Aber der gute Mensch hat eben Sorgen, dass er Probleme mit dem Rentensystem und mit der Krankenkasse zu Hause bekommt. Also in Schottland. Und einfach wird das nicht. Aber da gibt's bestimmt Reibungspunkte. Ja, es ist aber nur, es kam gerade doch ein bisschen salopp, ja, soll er sich doch einfach mal geben. Das fand ich ein bisschen sehr vereinfacht. Ja. Ja, gut, vielen Dank für die Ergänzung, Richtigstellung, Ergänzung jedenfalls. Also gut, es gibt Hinderungsgründe, die ich jetzt nicht gesehen habe und ich habe mich von der Überschrift im Prinzip einleiten lassen und vielleicht ist das genau der Fehler. Man sollte einfach auch die Hintergründe beachten und nicht nur das Vordergründige. Danke, Lars. Gut, dass du das ergänzt hast. Super. Gut, und mit dem Hinweis kommen wir zu den Blütenschätzen. Musik.
und ich mache es ganz kurz mit mir. Ich habe heute Mut zu keinem Blütenschatz. Ich habe einfach nichts dabei. Aber ich habe gehört, dass unser Gast was dabei hat. Frank, du hast einen Blütenschatz dabei. Dann erzähl mal. Den hat es mir heute in den Podcatcher gespült. 4000 Hertz kennt ihr sicher, das Podcast-Label. Die haben ja mehrere Stränge, die sie da produzieren. Und die haben seit einer gewissen Zeit, außer den Elementarfragen und den Features von Christian Conradi, eine Reihe, die heißt Reflektor. In dieser Reihe unterhält sich Jan Müller, der ist Bassist bei Tokotronic, mit anderen Musikern. Interviewt andere Musiker. Und der kann sich als Fragender, weil er selber auch oft Ziel von Interviews ist, ganz gut in den Befragten versetzen, kann ganz gut fragen. Und da hat es mir heute eine Ausgabe in den Podcatcher gespült, wo er sich mit Reinhard May unterhält. Reinhard May, die Älteren werden sich erinnern. Der hat mich echt gepackt, dieser Podcast. Der ist etwas mehr als eine Stunde. Und der zeigt, was für ein angenehmer Mensch dieser Reinhard May ist. Der macht nicht nur gute Musik, wobei ich sagen muss, natürlich hat man in der Jugend Reinhard May so ein bisschen Bänkelsänger, das war nicht so der Hit. Aber heutzutage höre ich ihn eigentlich ganz gerne. Der hat sich in über einer Stunde, ich glaube 1,15 oder so, mit Reinhard May unterhalten. Und das Ding hat mich echt gepackt, weil es ein gut geführtes Interview ist. Und weil es diesen Menschen, Reinhard May, mir auch nochmal sehr als sehr warmherzigen Menschenfreund nahegebracht hat. Ich mochte den schon immer, aber in diesem Interview kam das ganz besonders raus. Reinhard May, für die das nicht wissen, ist mittlerweile 78 Jahre alt und steht immer noch mit Gitarre auf der Bühne. 78? Ja, der ist Jahrgang 42. Ich musste auch in der Wikipedia nachgucken und dann mal rechnen. Der ist 78 Jahre alt. Hoffen wir, dass er nicht wie Udo Jürgens mit 80 umfällt. Ja, der hat noch was Konzert zu sagen direkt. Und hat viel bei Wader und Degenhardt gelernt. Es gibt auch vom Bayerischen Rundfunk einen ganz tollen Mitschnitt einer Veranstaltung, wo Wecker, Wader und May singen, gemeinsam ein Lied gegen Hass, gegen Rechts. Super. Habe ich leider den Link nicht. Aber ich kann den, Ja, das hast du gerade natürlich wieder. Ah, du bist zu schnell. Das ist dasselbe. Versuch's gar nicht. Wenn ich mit Paula podcaste oder wenn in der Redaktionskonferenz ich sage, der Tweet, der kann doch raus, ist schon raus. Ja. Bin ich so ein Alter? Ich habe, weißt du. Nein. Ich habe jetzt auch Angst, dass ich der olle Rentner bin, der in der Kasse alles aufhält. Ja, ist furchtbar. Können Sie die Münzen selber raussuchen? Ja, genau. Ich sag mal, wenn ich hier so langsam oder hier ständig von Leuten überholt werde, wie ist denn das draußen im Real Life? Oh, furchtbar. Nein, das sind hier besondere Leute, die können das. Ich habe mich da inzwischen mit abgefunden. Das ist halt so. Ja. Das heißt, hier einfach schneller. Lars, du Fixer, Bengel. Du Fixer, genau. Ja, du Fixer. Okay. Du kriegst heute aber dein Fett weg hier. Ja, muss wohl. Also das Ding ist super und dann gibt's noch ein, also das Ding muss man unbedingt hören, dann gibt's noch einen, ja, da weiß ich nicht, ob ich den empfehlen soll. Den habe ich eigentlich nicht selber gefunden. Den habe ich über einen Schasen. Der Schasen fand den so lustig. Das Ding heißt Drama Carbonara. Das sind drei Wienerinnen, die nehmen sich, ich sag mal, Groschenhefte, so Liebesromane, ihr kennt die, liegen in der Bahnhofsbuchhandlung immer aus, lesen sich die gegenseitig vor und lästern dann und kommentieren das. Und muss man nicht unbedingt mögen. Kann man mal reinhören. Ich finde die streckenweise ganz witzig, weil die dann auch mal abschweifen und den Dialekt nicht ganz so dick drauf haben. Drei ziemlich wilde Hühner sind das. Also da wird viel gelacht, da wird offenbar auch kräftig Prosecco konsumiert. Kann man mal reinhören. Ist kein echter Blütenschatz, ist mit dem anderen überhaupt nicht zu vergleichen.
Den Hinweis von Schasen habe ich gehört, während ich in einer Pizzeria saß und wartete, bis mein Essen bereitet wurde. Und ich habe überlegt, ob ich vielleicht nicht doch die Bestellung ändere in etwas mit Carbonara. So. Ja, aber ich habe es dann gelassen. Ich habe aber auch noch nicht reingehört. Also das ist auch noch etwas. Das ist nicht jedermanns Sache. Also mir ist klar, das wird nicht zu allgemeinem Jubel führen, aber es hat was. Man muss wahrscheinlich auch nicht jede hören. Ja, aber Käsebrot sagt, das ist so witzig. Lache seit Tagen Tränen. Ja, okay. Ja, aber solche Leute wird es geben. Es wird auch welche geben, die sagen, oh, so fürchterlicher Unsinn. Muss man ja nicht hören. Hier hat jemand geschrieben, das Titelbild ist großartig. Jetzt muss ich mir das Titelbild mal angucken. Ah ja. Drei Damen sitzen vor einem Tisch oder an einem Tisch, auf dem Spaghetti in großen Mengen verstreut sind. Und sie haben die lange Nudel, jeder hat eine Nudel im Mund und die Nudeln sind miteinander verbunden. So, also könnt ihr euch vorstellen vielleicht. Und davon nochmal eben abgesehen, man wird sowieso keinen Podcast finden, der überall zu Jubel führt. Eben. Also von daher. Ist das Schöne an der Podcast-Landschaft. Ist doch einfach gut. Also. Ja. Also ich bin mir sicher, ich werde da auch nicht auf Dauer alle hören können. Ich habe sowieso das Problem, dass ich mich übernommen habe. Mein Podcatcher ist einfach zu voll. Es ist fürchterlich. Ich muss da ausmisten. Ja. Ihr wisst, der Tag hat 24 Stunden. Und selbst Rentner haben nicht beliebig viel Zeit. Wie, du hast auch nur 24 Stunden? Ich dachte, wenn man in Rente geht, dann bekommt man die 48 Stunden gut geschrieben. Ich bin ja froh, dass es nicht gekürzt. Ich bin ja eher in Rente gegangen. Ich bin ja froh, dass sie mir die Tageslänge nicht gekürzt haben, sondern nur die Rente. Super. Aber noch kurz zu der Podcast Reinhard May vom Reflektor. Ja. Als ich gestern? Weiß nicht, bei Twitter habe ich gesehen, dass es dieses Interview mit Reinhard May gibt und da habe ich tatsächlich sofort gesagt, oh, das möchte ich hören und habe mich, ich kannte Reflektor nicht und kenne auch den, der das da macht, gar nicht, aber habe mir diese Folge halt irgendwie in den Podcatcher getan, als Einzelfolge, also was habe ich denn? Man muss gar nicht das ganze Ding abonnieren, man kann auch einzelne Folgen irgendwie jetzt neuerdings downloaden bei Pocket Cast, irgendwie ging das, keine Ahnung. Und als ich vorhin ins Auto stieg und meinen Heimweg antrat, da meinte mein Podcatcher, das sei jetzt die Episode der Wahl, obwohl ich die, glaube ich, noch gar nicht richtig downgeloadet hatte. Ich glaube, die hat er dann gestreamt unterwegs, keine Ahnung. Irgendwie hat sich das anders verhalten als sonst, aber ich habe auf dem Rückweg fast das gesamte Interview mit Reinhard May gehört und habe gedacht, wow, wenn ich das zu Ende gehört hätte, dann wäre das mein Blütenschatz heute gewesen. Aber ich war nicht ganz durchbekommen, aber es war großartig. Ja, ja. Ich danke dir sehr, dass du es quasi statt meiner hier nennst. Ich habe übrigens, das ist die erste Folge aus dem Reflektor übrigens, die ich gehört habe, weil die anderen Musiker, die sagt mir die Namen nichts, da sagt mir die Bands auch gar nichts. Ja. Aber Reinhard May, ho. Ja, genau, weil der Name fiel. Ne? Der Name hat er so viele alte Weggefährten aufgezählt, die ich aus meiner Jugend kenne. Und ich fühlte mich ein bisschen jung so in dem Moment. Also das war schön. Aber ich muss sagen, der Interviewer, Hut ab, großen Respekt, die Art von Vorbereitung, fast das gesamte Werk durchzuhören und sich mit links und rechts auch nochmal auseinanderzusetzen, das ist eine echte Arbeit. Der hat ja auch Textzitate griffbereit. Ja, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also ganz großen Respekt dafür, für diese Arbeit. Ich werde mir mal noch eine andere Reflektor-Folge anhören. Gedacht. Vielleicht kommt man da an Leute und auch an Musik. Einfach mal was Neues. Hier wird auch Käsebrot reicht uns gerade den Namen Jan Müller rein und sie sei ein Tokotronik-Fan. Ah, ja. Jan Müller ist offenbar der Bassist von Tokotronik. Und ich weiß auch von Herrn Martinsen vom Podcast, oh Gott, wie heißt der denn jetzt wieder? Feuilletöne, dass er ja auch ein Tokotronik-Fan ist, glaube ich, hat er irgendwann mal erwähnt. Also das muss doch irgendwie etwas sein, obwohl es vielleicht keine Musikrichtung ist, die mir normalerweise liegt, scheint es irgendwas zu sein, was Qualität hat. Und wenn der Bassist schon auf diese Art und Weise an die Sache herangeht, dann glaube ich das auch. Also Jan Müller, großen Respekt für diese Arbeit. Ja, das war eine schöne, schöne Sendung. Ja. Mhm. Gut, so viel Lobhudelei, super. Ja, Ich hab noch einen alten, aber gut, den fand, da habe ich auch die letzte Episode mit Freude gehört. Das ist der Zugfunk.
Das sind drei Lokführer. Da schmeiße ich auch mal den Link rein. Wenn der Lars nicht wieder schneller ist, ne? Nö, nach dem Anpfiff gerade halte ich mich zurück. Anpfiff, Lars. Nee, das war kein Anpfiff. Das war Respekt vor deiner Schnelligkeit. Die letzte Folge ist insofern interessant, als diesen drei Lokführern, der eine fährt, ist in München, der andere sitzt in Köln, wo der dritte ist, weiß ich gar nicht, ich glaube auch so irgendwo im Kölner Raum. Das sind junge Leute, relativ, müssen so Anfang 30 sein, aber haben schon ICE-Lizenz für alle vier ICE-Baureihen und so und sind gut dabei im Job. Und haben natürlich diverse Leute den Krieselvortrag hingeschmissen. Was sagt ihr denn dazu? Und das ist interessant, was die aus dem Betrieb, aus betriebslicher Sicht zur Entstehung von Verspätungen, Abbau von Verspätungen oder so sagen. Das ist auch sehr interessant zu hören. Die letzte Episode, ich weiß jetzt die Nummer nicht. Das ist ja mir vorbeigegangen, das kann doch gar nicht sein. Zugfunk 33, Datenmine Bahn. Ach, das muss ich aber gerade mal gucken hier. Das muss ich direkt mal checken. Zugfunk ist einer derjenigen, die auch immer nach vorne. Aber wahrscheinlich bin ich im Moment ein bisschen überlaufen. Mal gucken hier, wann ist denn der rausgekommen? Ich habe jetzt bloß den Link für die Episode 3 hingeschmissen. Ja, das ist ja auch gut. Ich gucke noch mal gerade. Das ist ganz interessant, weil also die zollen dem Krisel natürlich hoch Respekt. Ne? Die sagen, echt? Also, okay. Ja, die sagen. Ich dachte, sie würden mit der ist, nein, die Pofalla-Wende überhaupt nicht angemacht. Die fanden das großartig. Super. Die haben auch Teile von seinem Text als Audioschnipsel eingespielt. Die waren wirklich hellauf begeistert von dieser Arbeit. Und die sagen, da ist auch ganz viel, fast alles ist da richtig, aber erklären halt, wie es dazu kommt. Jo. Dass zum Beispiel Verspätungen nicht aufgeholt werden können, liegt daran, dass man die Überholgleise abgeschafft hat. Ja, da sind immer zwei Weichen, die hat man eingespart. Das heißt, man kann heutzutage ganz schwer einen Lahmen nicht überholen. Mhm. Ja, das, also da ist ganz viel Infrastruktur Mangel als Grund zu sehen. Hört euch das an, wenn es euch interessiert, wenn ihr Bahnfahrer seid. Ah, die ist Montag erst erschienen. Seit Montag bin ich quasi blind und taub, was Podcast angeht. Außer Reinhard Meyer, jetzt heute auf dem Rückweg. Und euch gestern. Ihr habt gestern. Also der Rückweg von der Arbeit, den gönne ich mir jetzt auch noch als Podcast, aber nicht mehr den Hinweg. Da muss ich was anderes machen. Da habe ich gestern euch gehört, also hör doch mal zu, damit ich weiß, auf den neuesten Stand bin, was dich angeht. Und heute eben Reinhard May durch Zufall, weil das Gerät meinte, oh, jetzt spiele ich dir das mal ab. Ja, siehst du. Dann schön, ne? Datenminenbahn. Das wird ich jetzt mal sofort hier in Playnext geben. So, zack. Das ist, zumal ich ja den Krieselvortrag auch im Hinterkopf habe, weiß ich ja, worum es geht. Schön, sehr schön, sehr schön. Ja, das ist danke. Schön, wie die das nochmal von der anderen Seite, ja, nicht unbedingt. Ja, nicht mal klarstellen. Sie sagen einfach, wie kommt es dazu? Weil Krieg hat ja nur eine Bestandsaufnahme gemacht, ne? Und die wissen halt, warum ist Köln so ein Punkt mit Verspätungen? Ja. Ja. Das ist interessant. Schön. Haben Kapitelmarken, man muss nicht alles hören. Ach, die sind aber süß. Also ich meine, was heißt süß? Die drei sind süß, gut, ne? Jetzt so. Ja, süß. Ich weiß, wie du meinst. Die sind gut. Ja, klingt aber, es klingt jetzt so ein bisschen, ich meine nicht so von oben herab, ach, das ist aber süß, das ist aber niedlich, das meine ich halt gerade nicht. Respektvoll verstanden. Ja, so sollte es auch sein, aber das gesprochene Wort ist ja schnell interpretiert, ne? Also nein, ich habe hohen Respekt davor. Insbesondere der Markus, der macht da recht, ich habe den mal bei der Subscribe in München kurz gesprochen. Ja, sehr sympathischer Mensch und hat auch hat eine schöne Art und Weise, die Dinge wieder, also auch einfach zu erklären. Ich glaube, er ist auch inzwischen Ausbilder und ich glaube, Schüler von ihm oder Leute, die bei ihm das Lokfahren lernen, die haben es echt gut getroffen. Ich habe ihn auf der Subscribe in München angesprochen, weil ich wusste, dass er die Baureihe 218 im Voralpenland fährt und ich habe eine 218 als Modell.
Deswegen habe ich ihn angesprochen. Und weil ich Bahn interessiert bin. Talk. Ihr seid ja schon richtige Nerds hier. Ja, super. So, was machen wir mit den anderen Nerds? Ja, ich sag schon wieder Jan. Wie komme ich denn immer auf Jan? Deswegen das Aas da drin. Lars, hast du einen Blütenschatz mitgebracht heute? Nein, ich bin heute sehr mutig und habe keinen Blütenschatz. Super. Ich habe zwar Podcasts gehört, aber es ist so durchweg die Liste der üblichen Verdächtigen gewesen. Und ja, die kennt man ja bei mir. Da könnte man jetzt, ja, mit... Ich werde jetzt nicht anfangen zu raten, das wäre dann doch zu doof. Das war auch nicht die Intention. Ach so. Ja. Nee. Ich schließe mich dem Mut an, ja. Ich, bei mir. Boah, sag, wenn einmal Hausaufgaben ihr macht. Ja, haben wir nicht. Lass das nicht einreißen, dann höre ich euch nicht mehr. Ja. Macht nichts. Siehst du, so war das mit dem Druck mit dem Sendegarten. So, ne? So, ja, aber das ist egal. Da haben wir es. Wenn Hörer kein Interesse und abschaltet, ja, dann ist das die Sache des Hörers. Ja, also genau. Es geht nie anders. Das ist ein Feierabendprojekt und hat genau die Menge Aufmerksamkeit, die der Feierabend eben lässt. Und wenn der Feierabend keinen Platz lässt zum Arbeiten, dann ist es so. Tut mir leid. Ja, ich würde auch gerne immer 100%, aber geht halt nicht. Mache ich mir jetzt auch selber keinen Druck mehr. Also da hat ich habe jetzt schon 100 Mal gesagt, Martin. Aber diese Episode 71 oder 72 oder so, die hat mir da so den Druck weggenommen, dass ich jetzt sage, ja, es ist wie es ist, nimm es oder lass es. So. Und wenn du gehen willst, ist auch gut. Ich bin nicht böse, wenn jemand sagt, das ist mir aber jetzt hier doof hier. Ist okay, kann ich gut verstehen. Aber wir können nicht mehr als das, was wir machen. Nee, du machst es ja andererseits auch. Dass du mal sagst, der Podcast ist nicht für mich, da steige ich wieder aus. Ja, klar. Du nimmst dir natürlich ja als Hörer genauso dieses Recht raus, zu sagen, passt mir nicht, unmöglich, die Typen da oder der Typ, höre ich nicht mehr. Ja, oder wie letztens auch gesagt, ich hatte zu einem Zeitpunkt morgens irgendwas oder abends irgendwas angefangen und es war von der Stimmung her, passte es gar nicht zu dem, wie ich mich gerade fühlte und habe es dann zu einem anderen Zeitpunkt nochmal gehört, wo es viel besser passte. Und ja, natürlich, ich kann zeitsouverän hören, ich kann themensouverän hören, ne? Ja. Ich kann überhaupt nicht hören, ich kann auch einfach mal 3 Wochen sagen, Podcast will ich gar nicht. Ich mache jetzt hier digitale Diät und dazu gehört Podcast auch. Wäre ja auch möglich. Ich habe ja die Freiheiten. Ich verstehe, wenn wir ein regelmäßiges Programm anbieten, dass eine gewisse Erwartungshaltung existiert. Aber ich muss auch immer sagen, wir sind hier Privatleute mit beschränkten Ressourcen und es ist eben nur so gut, wie die Ressourcen es zulassen oder die Lust oder die Kraft oder was auch immer. Die können ja froh sein, dass das überhaupt gestreamt wird und ihnen Abendunterhaltung bietet. Nee, ich bin froh, dass die Leute uns ihre Aufmerksamkeit schenken und diese schönen Kommentare geben. Der Dank, da würde ich sagen, der Dank ist andersherum. Und niemand muss froh sein, dass der Sendegarten da ist. Ich freue mich, wenn Leute sagen, ich bin froh, dass er da ist, aber es ist keine Erwartungshaltung von meiner Seite. So rum. Nee, das ist ein Nehmen und Geben, finde ich, zwischen Hörer. Das ist das Schöne am Podcast, ne? Was ja auch immer wieder gesagt wird, dass sich da so eine Community bildet und so eine Vertrautheit, ne? Zwischen dem Macher und dem Hörer. Ja, das ist eigentlich das, was ich auch erlebe. Wobei natürlich diese 1.300.000 neuen Podcasts, die da so aus dem Boden schießen, zu denen baue ich jetzt erstmal keine persönliche Beziehung auf oder eben ganz, ganz, ganz langsam zu dem einen oder anderen. Also jetzt hier Reflektor zum Beispiel, wenn ich jetzt feststelle, oh, da ist eine Episode, die interessiert mich, vielleicht interessiert mich auch eine zweite, vielleicht finde ich ja irgendwann den Herrn Müller einen ganz, ganz großartigen Interviewer. Und der kann interviewen, wen er will. Ich höre die Sachen einfach nur, weil Herr Müller redet. Kann durchaus sein. Ja. Es kann auch sein, dass du den auf der Subscribe 12 oder 13 Mal triffst. Ja, dann würde ich ihm sagen, tolles Interview mit Reinhard May. Ja. Ja, so ist das mit dem Podcasten hier. Also fühlt euch frei, abzuschalten, wann immer ihr wollt.
Aber wenn ihr jetzt bis jetzt gewartet habt und nicht abgeschaltet habt, dann Dankeschön dafür, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Gut, dann kommen wir zum Schluss. Ich hatte gerade schon mit dem Danken angefangen bei der treuen Hörerschaft, aber ich möchte vor allen Dingen erstmal danken den Menschen, die hier mitgemacht haben. Und da an erster Stelle dem lieben Gast dieser Sendung, der sich auf der Gartenbank so schön mit uns unterhalten hat, nämlich dem Frank, dem Mailonator. Ganz vielen Dank, dass du da warst. Schön. Super. Und dann möchte ich natürlich nicht vergessen, den beiden Sendegärtnern zu danken, die das Ganze hier mit auf die Beine stellen, nämlich dem lieben Lars zum Beispiel. Vielen Dank, Lars. Hallo, Lars. Ich fang schon wieder an. Hallo, Martin. War mir wieder eine Freude. Kann mir mal einer erklären, warum mein Hirn so funktioniert? Also, nicht zu fassen. Also, immerhin habe ich deinen Namen richtig zugeordnet. Ich bin ja, vielleicht sollten wir über die Kleinigkeiten froh sein. Und ich danke dem Sebastian, der das hier technisch in saubere und feste Hände genommen hat und dass er es geschafft hat, in Chat ein Herzchen, ein rotes Herzchen auszulösen. Großartig. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Im Übrigen, möchte ich auch und der Ultraschall Beta 4 danken, dass sie durchgehalten hat. Also okay. Oh, kaum gesagt, tauchen noch mehr rote Herzchen auf hier. Super, kleine und große, ganz viele kleine und danke an den Chat. Oh, guck mal, alle für dich. Rote Herzen für Sebastian. Das ist doch schön. Meine Güte, wie toll. Ja, dann muss man diesem Chat ja auch ganz, ganz herzlich danken. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns hier begleitet habt bei der Aufzeichnung, eure Kommentare reingegeben habt. Einiges habt ihr ja schön ergänzt und korrigiert oder kommentiert. Das ist einfach immer auch schön. Und da drauf zu gucken, ist mir diesmal etwas besser gelungen als sonst. Oft kann ich das ja gar nicht, aber heute ging das irgendwie, warum auch immer. Und natürlich die Menschen, die das hier live bzw. in der Konserve hören, danke, dass ihr uns eure Ohren spendet. Nee. Schenkt. Leid. Aufmerksamkeit. Leid, genau. Ich leide und mein ein Ohr. Großes, aber ich will es wieder haben. Ja, ne? Genau, geliehenes Ohr, aber mit Wiederhaben. Aber das Ohr ist auch das Logo vom Hör doch mal zu Podcast und das ist vielleicht auch ein Tipp, da mal reinzuhören. Der Frank und die Paula freuen sich, wenn ihr mit ihnen in die Diskussion eintretet. Ansonsten gehen wir jetzt in die Nacht. Vielen Dank nochmal an alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao. Tschüss.